Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 140. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Die 150 steht vor der Tür. Bald ist wieder Grund, die Partyhüte bei uns auszupacken. Aber bevor das der Fall ist, wird erstmal die Bundesliga-Saison in eine weitere Runde gehen. Und da wird der erste FC Köln versuchen, die Klasse möglichst sicher zu halten. Einen ersten Eindruck, wie das gelingen soll, haben wir am Sonntag bekommen im Pokalspiel gegen Carl Zeiss Jena. Ob uns das jetzt eher zuversichtlich stimmt, dieses Spiel, oder vielleicht doch eher ein wenig besorgniserregend erscheint, das werden wir alles jetzt diskutieren und noch viel mehr. Mit dabei schon mal die Yes-Torti aufgetaut ist der Marco. Moin Marco. Hallihallo. Marco, ganz kurze Mini-Einschätzung. Sind deine Sorgenfalten nach Sonntag größer oder kleiner geworden? Weder noch. Das ist gut. Das werden wir dann im Laufe der Sendung erörtern, warum das so ist. Aber schon mal so als erste Einschätzung. Wie groß die Sorgenfalten unseres Gastes vorher waren und jetzt sind, weiß ich leider nicht. Würde uns jetzt aber alles selber erzählen können. Ich glaube, er war sogar im Stadion in Jena, also auf der Auswärtstour sozusagen. Da kann er uns gleich von berichten und auch sonst seine Erfahrung mit uns teilen. Bei uns ist unser Hörer, der Moritz. Moin Moritz, grüß dich. Ja, hallo. Freut schön, mich, dass du jetzt da bist. Sein. Ja, danke für die Einladung. Hatte schön, dass es so spontan geklappt hat. Und ja, die Sorgenfalten bei mir sind auf jeden Fall, die Sorgen sind auf jeden Fall gewachsen. Ob das mir nur direkt Falten macht, weiß ich jetzt nicht, aber ich hoffe nicht. Aber die Sorgen sind ein bisschen gewachsen während des Spiels. Mhm. Wir können ja erstmal, bevor wir jetzt so richtig aufs Sportliche gehen, kannst du uns ja ein bisschen was erzählen, wie es war, mal wieder im Stadion gewesen zu sein. Ich kann mir vorstellen, es war auch dein erstes Mal seit anderthalb Jahren. Nimm doch mal ein bisschen uns so mit. Wie lief das? Was war anders als in normalen Jahren? War was anders? Also erzähl uns mal ein bisschen von deinen Erfahrungen. Ja, also erstmal waren die Karten natürlich ziemlich rar, weil Jena ja auch noch abgerissen wird, wie jeder, der das Spiel gesehen hat, ja auch mitbekommen hat, ist das Stadion ja nur halb da. Und dann ist die Auslastung natürlich auch noch etwas geringer. Und deswegen hatte ich ja ziemliches Glück, mir dann noch eine Karte zu ergattern. Ich habe es dann einfach im freien Verkauf versucht und geschafft. Ich wohne ja hier um die Ecke, ich wohne in Weimar. Und da ist es nach Jena ein Katzensprung. Und dann habe ich es einfach mal versucht und bin hin. Ansonsten war das eigentlich, das Erstaunliche war, dass es nicht viel anders war erstmal. Ne? Also aufgrund, glaube ich, der Inzidenzzahlen, ich habe mich da nicht so genau informiert. Ich dachte eigentlich, gelte, dass man dann einen Nachweis für die Impfung oder 3G, wie es immer heißt, nachweisen müsste, war aber nicht der Fall aufgrund der niedrigen Inzidenz. Das ist dann natürlich schon mal befremdlich und also man kommt einfach an und geht rein und alles ist wie immer, bloß dass man eine Maske tragen muss. Auf den Wegen im Stadion, also ne, rein beim Einlass, auf dem Weg zu den sanitären Anlagen, auf dem Weg zur Würstchenbude etc. Und das ist dann halt das Einzige, was der echte Unterschied ist. Ne? Auch trotz der geringen Auslastung sitzt man ja trotzdem so dicht auf dicht oder steht gegebenenfalls. Und das ist dann schon ein ungewohntes Gefühl nach anderthalb Jahren, ganz unabhängig davon, ob es jetzt im Stadion ist oder normal. Ja. Und wenn ich jetzt nicht voll geimpft wäre, wäre ich auch nicht hingegangen. Dann hätte ich mich da auch zu unwohl, glaube ich, gefühlt. Muss natürlich auch jeder für sich selber wissen, wie er es damit hält. Aber ich sehe das dann schon ein bisschen problematisch, sagen wir es mal so. Du hast gerade gesagt, Sitzplätze bzw. Stehplätze. Es ist doch so, dass man hätte sitzen müssen, theoretisch, ne? Oder wie war das? Ja, nee, es gab ja Steh. Ach so, Stehplätze tatsächlich. Ja, ja, okay. Glaub schon. Ich dachte, jeder hätte sitzen müssen wegen der Nachverfolgung. Nee, es wird ja nichts nachverfolgt, sozusagen, so richtig. Ne? Also man musste nicht mal irgendwie sich digital einchecken oder nein, was? Ich musste einfach nur, ich habe ja ein personalisiertes Ticket gehabt, sozusagen, aber musste einfach beim Einlass, wurde das Ticket geprüft. Das war einfach wie immer. Und das war halt, wie gesagt, das, was so ein bisschen befremdlich war in dem Fall. Und dann ist halt noch das Übliche, was man, glaube ich, auch aus dem Alltag jeder kennt.
die, weiß ich nicht, ist auch ein neues Wort, Maskendisziplin ist dann auch immer eher gering bei den Besuchern. Warum? Ja. Es gab halt regelmäßige Durchsagen auch während des Spiels, dass man darauf achten sollte, wie gesagt, auf den Wiegen, nicht am Platz, die Masken aufzuziehen, aber jetzt wirklich durchgesetzt wurde das auch nicht. Mhm. Ja. Abseits davon war es natürlich sehr schön, mal wieder ins Stadion zu gehen. Das Wetter war ja auch sehr schön. Das Stadion ist ja auch sehr schön gelegen. Das ist ja da an der Saale quasi in Jena. Und es war schönes Wetter und die Wurst war sehr lecker hinterher in Thüringen. Da lassen die sich natürlich nicht lumpen. Und Bier gab es auch und alles Mögliche. Da gibt's also, wenn man das so ein bisschen in Schubladen steckt, ist das eine natürlich sehr schön, aber das andere für mich persönlich ein bisschen schwierig. Ja, auf das Thema Impfung und Stadionbesuch werden wir nachher noch mal ein bisschen genauer zurückkommen, denn da hat der erste FC Köln ja auch was verfügt. Ach, war da was? Da war was, genau. Aber wie ihr das kennt, in unserem Podcast machen wir immer zuerst das Sportliche und dann die Themen drumherum. Deswegen können wir doch mal einfach gemeinsam auf das Pokalspiel gegen Carl Zeiss Jena blicken. Falls es da draußen irgendwen geben sollte, der gar nichts davon mitbekommen hat und irgendwie verpasst hat, dass ein Pflichtspiel gewesen ist vorgestern, wenn ihr das hier hört. Das Spiel ging nach regulärer Spielzeit und nach Verlängerung dann 1-1 aus. Im Elfmeterschießen setzte sich der FC mit 2-4 durch. Jetzt hätte ich fast Julian Kral gesagt, aber er heißt ja Marvin Schwebe. Marvin Schwebe hielt 2 Elfmeter und wurde damit ein bisschen zum Elfmeterhelden dieses Pokalspieles. Hat auch sehr gut gemacht, finde ich, die zu halten. Und bei uns haben nacheinander Tim Lemperle, Louis Schaub, Jan Thielmann und André Duda ihre Elfmeter alle verwandelt, sodass das Spiel dann zu unseren Gunsten entschieden wurde. Ich frage mal so. Ihr könnt jetzt mal in meine normale Alltagsrolle schlüpfen und Lehrer werden. Und ihr müsst jetzt dieser Mannschaft des FCs über 120 Minuten hinweg, also erstmal ohne die Elfmeter, eine Note, eine Schulnote geben. Der ganzen Mannschaft, so als Gesamtkunstwerk. Welche Schulnote, Marco, willst du da draufschreiben, Herr Lehrer Dr. Marco? Boah. Die Gesamtnote. 4-. Mhm. Warum? Was würdest du da als Begründung drunter schreiben? Also, lieber erster FC Köln. Lieber erster FC Köln, zum wiederholten Male haben wir Defizite erkannt, die wir schon bei den diversen Arbeiten davor angemarkert haben. Aus Rücksicht auf die Eltern und dafür, dass es die erste Arbeit im Jahr war, gibt es nochmal einen Warnschuss mit einer 4-. Mhm. Würde vermutlich zu einer Klage der Eltern führen im echten Leben. Das ist mir scheißegal. Das ist mir doch völlig Wumpe. Ja, wahrscheinlich läuft jetzt auf eine Klage von Alex Werder hinaus. Aber Moritz, gehst du die Benotung mit oder bist du ein bisschen nachsichtiger, strenger? Ich bin da nachsichtiger. Ich habe überlegt, irgendwas zwischen 3-, 4+ in dem Bereich. Also keine 5 sind ja weiter, habe ich manchmal gedacht. Also wäre 4- ja das Schlechteste, was man noch geben könnte, angesichts dessen, dass sie ja das dann doch noch geschafft haben. Und angesichts der Steigerung im Laufe des Spieles, das kann man ja noch positiv sehen. Und das ist im Laufe des Ganzen halt nicht mehr so katastrophal gezeigt haben wie am Anfang, kann man da ja als Motivation, ich weiß nicht, ob man das so macht, das musst du jetzt sagen, da nochmal eine 3-, die davon kommen lassen und sagen, ein bisschen auch wie der Trainer es, glaube ich, gemacht hat. Das war jetzt eigentlich ganz okay. Das war jetzt unglücklich angefangen, gut weitergemacht, da können wir drauf aufbauen. Also Motivationsnote. Wir im Unterricht lernen ja immer, dass man irgendwie Kriterien auch geleitet bewerten soll und dass man auch versuchen soll, Teilnoten zu finden, die dem Ganzen gerecht werden. Bei dem Aspekt würde ich sagen, erste Halbzeit für mich eine klare 5. Also ja. Da gibt es wirklich sehr wenig, was ich irgendwie positiv anmerken könnte. Es wurde besser, ziemlich genau mit der Einwechslung von Elias Skiri. Das muss man schon so sagen. Dann hat man auch gemerkt, dass da ein Bundesligist schon gegen einen unterlegenen Gegner spielt. 44 Torschüsse ist jetzt ja auch nicht wenig. Zu 5, ne? 44 zu 5 Torschüsse. Ja. Alles nicht zwingend genug. Also da war jetzt keine so richtig hundertprozentige Torchance bei 43 von 44 Schüssen. Ein paar hat der Torwart von Jena auch gut gehalten. Der Sedlak ist der, glaube ich, hat den gut gehalten.
Wenn der einen etwas schlechteren Tag hat, gewinnst du das Ding auch 3-1, würde ich mal behaupten. Aber es waren auch keine Schüsse, die du jetzt nicht halten musst. Also der hat keine unhaltbaren irgendwie rausgehalten. Also vielleicht dann so ab der Skiri-Einwechslung eine 3, 5 und 3 gibt in der Summe dann auch irgendwas um die 4 rum. Also so eine glatte 4 würde ich vielleicht mitgehen. 4 minus, wenn man einpreist, dass es halt ein Regionalligist war, der uns doch vor erhebliche Probleme gestellt hat. Ja, aber 4 dann wieder, weil das Elfmeterschießen sehr gut war. Ja, genau. Aber das mit reinnimmt dann, genau. Das ist allerdings richtig. Also das Elfmeterschießen, ja, das war gut. Das war überraschend gut sogar eigentlich. Ja. Ich habe ganz anderes erwartet. Aber jetzt mal zu den Torschüssen. Ich habe das ja auch im Stadion jetzt nicht so live verfolgt mit den Statistiken. Ich war auch ganz baff, weil für mich Jena eigentlich fast über lange Zeit genauso gefährlich war wie der FC. Natürlich mit weniger Chancen, aber ich hatte immer wieder, waren die kurz davor durchzubrechen, hatte ich das Gefühl, etc. Deswegen, also der Statistik kann ich ja auch nicht so ganz folgen, dass wir drückend überlegend wären. Also, wie gesagt, wir kommen jetzt, sagen wir jetzt zum dritten Mal, im Laufe des Spiels wurde es halt immer klarer, aber in der regulären Spielzeit habe ich da auch kein großes Übergewicht, was die offensive Gefahr sieht. Ja, es gab so eine Phase, so bis zur, also von der 60. bis zur 80. Minute vielleicht. Ja. Da habe ich das Gefühl gehabt, jetzt versuchen sie schon mal ein Tor zu erzwingen mit ihren Mitteln, die halt immer noch ein bisschen überschaubarer sind, die Mittel, noch, um ein Tor zu erzwingen. Und da bin ich auch bei dem, was Marco gerade bei seinem Kommentar da unten angedeutet hat. Man hat halt echt dieselben Probleme gesehen, die uns jetzt seit 2 Jahren begleiten. Eigentlich schon seit der Zweitligasaison. Du kriegst immer irgendwie ein dummes Gegentor in den ersten paar Minuten. Ja. Und dann stehst du halt da wieder Ochs vom Berg und weißt selber nicht, wie du Tore erzielen sollst. Jetzt, Baumgart sagt ja immer, ihm ist egal, was rumkommt. Er will Mentalität sehen. Die, finde ich, hat man schon gesehen ab der zweiten Halbzeit, dass sie also jetzt nicht sich da irgendwie kampflos ergeben haben. Und ich finde ja schon, wie gesagt, dass sie so ein bisschen gedrückt haben. Ich finde aber zum einen das alles sehr, sehr harmlos. Also ich finde, außer Marc Uth ist da keiner, dem ich irgendwie jetzt eine größere Torgefahr attestieren wollen würde. Und ich fand auch die Staffelung sehr komisch. Die standen zwischenzeitlich echt mit 4 Leuten in der Fünferkette von Jena drin. Aber es war halt einfach keiner im Mittelfeld, der den Ball in diesen 4 Leuten in den Fuß hätte spielen können. Weil dann halt irgendwie dein defensives Mittelfeld den Spielaufbau machen soll. Also dann bis Giri kam halt Sadi Özcan. Das war zwischendurch echt so 2-4-4. Das kann nicht der Plan von Baumgart sein, wenn er mit einer Raute spielen lässt, dass du da im 2-4-4 stehst und überhaupt gar kein einziges Dreieck irgendwie sich bilden kann. Ja, und dann wird das irgendwie versucht, mit irgendwelchen langen Diagonal- oder Chipbällen zu agieren, was aber auch wirklich, glaube ich, über das ganze Spiel nicht wirklich gut funktioniert hat. Also, wo wir die Gefahr dann bekommen haben, war dann eher, dass wir dann wirklich klassisch pokalmäßig ihn dann doch ein bisschen hinten reingedrückt haben und dann irgendwie durchgewurschtelt oder mal kombiniert haben. Aber jetzt war das Spiel, wo es noch ein bisschen, ich sag mal, nicht ganz so kompakt stand, hatten wir da keine Mittel, irgendwie was rauszuspielen. Da war immer irgendwie der Versuch, einen guten Ball zu spielen, was aber immer schief gegangen ist eigentlich. Das war ganz komisch. Definitiv. Und was du auch gemerkt hast, auch zieht sich schon seit Jahren durch, wenn der Gegner uns aggressiv anläuft und uns früh auf den Füßen steht, haben wir da halt echt Probleme mit, auch gegen den Regionalligisten schon. Das wird in der Bundesliga nicht einfacher werden. Was ich augenscheinlich fand oder was mir so in den ersten Minuten aufgefallen ist. Jena hat ja so ein bisschen, also das war jetzt mein Verständnis, ein bisschen das gespielt, was wir eigentlich für die ganze Saison vorhaben. Mhm. Also viel Energie, viel Pressing, den Gegner stressen etc. Also wir haben ja eigentlich, könnt ihr mich auch korrigieren, aber so eine Art Pokaltaktik eigentlich für uns aufgestellt für die Saison, dass wir halt wie mehr oder weniger wie ein Pokalspiel alles angehen, mit großem Einsatz, mit viel Aufwand. Und jeder hat einfach das Gleiche gemacht. Und das Erschreckende war, dass es halt darauf hinaus lief, dass sie fast besser sind darin als wir. Und das hat dann ein bisschen, fand ich dann erschreckend. Wenn wir dann sagen, wir haben hier einen Gegner, der ungefähr das Gleiche macht, was wir vorhaben diese Saison. Und uns dann erstmal über weite Strecken des Spiels einfach das besser macht und uns ein bisschen da rausnimmt. Das fand ich so ein bisschen wirklich
das ist das, was mir die Sorgen, für die wir eben geredet haben, so ein bisschen macht. Ja. Oder ist sich das zu einfach mit dem Baumgart-Spiel? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist natürlich durchaus ein neues System, was wir da spielen. Das wird auch noch seine Zeit brauchen. Aber es ist traurig, dass wir im neuen System die gleichen Fehler machen und die gleichen Probleme haben. Aber wir haben ja jetzt auch nicht 22 Spiele ausgewechselt. Das heißt, du hast ja teilweise auch noch die gleichen Köpfe da. Und das heißt, nur wenn du da, ich sage jetzt mal vorsichtig, wir haben mit 3 Neuzugängen gespielt. Der eine ist der Torhüter gewesen. Also mit 2 Neuzugängen, wobei Marc Uth ja auch schon jetzt, ich sage jetzt mal vorsichtig, so ein halber Neuzugang. Ja, das ist jetzt nicht richtig, was ich jetzt sage, aber der weiß ja auch, was hier los ist. Für mich ist das auch kein richtiger Neuzugang. Na, also irgendwie gefühlt ist das wie der war eine halbe Saison irgendwie unmissverständlich an wen anders ausgeliehen. Ne? So, oder verletzt so. Oder so. Ja, oder verletzt, genau. Also und ja, nee, das stimmt total. Und der dritte war dann Innenverteidiger. Ne? Ja, also genau. Alles deswegen, nicht, was Groß jetzt die Probleme deswegen löst. Deswegen das, was da offensiv rumgelaufen ist, das ist ja das Bestandspersonal. Auch da muss man doch dazu sagen, da haben wir auch keine Neuzugänge. Also Marc Uth ist der einzige tatsächlich offensive Neuzugang. Ja. Ja, und wir haben da verletzten Rückkehrer. Also Kainz zähle ich da noch halb dazu. Modest. Gut, aber Kainz hat ja Saisonende auch ja gespielt und Modest gut. Aber also das ist halt ein Problem, aber ich sehe halt bei ganz, 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 ganz vielen Bundesligisten, also die wenigsten Bundesligisten haben sich solide durchgesetzt. Weil einfach der klassentiefere Verein einfach 3-4 Wochen weiter ist. Die sind 3-4 Wochen im vollen Ligabetrieb. Und das ist einfach ein Unterschied. Ich glaube, wenn der 1. FC Köln 4 Wochen spielerisch weiter wäre, wäre das ein anderes Spiel. Das hast du doch in jeder Runde. Also Frankfurt ist gegen Mannheim nicht ausgeschieden, weil Mannheim fantastischen Fußball gespielt hat, sondern weil bei Frankfurt nicht zusammengepasst hat und Mannheim solide gespielt hat. Ja, aber Jena ist jetzt aber auch nicht fantastisch in die Saison gestartet, muss man dazu sagen. Ne? Die waren jetzt, ja, aber die haben so ein bisschen als Aufbaugegner da. Das ist richtig, aber die haben natürlich einen anderen Spielrhythmus und die müssen natürlich auch ein anderes Spiel machen. Da reicht es doch, wenn du, das kennen wir doch auch, wenn du gegen irgendeinen großen, gegen ein stärkeres Team spielst und du machst früh das 1-0, gut, der FC kriegt das in schöner Regelmäßigkeit hin, dann trotzdem die Spiele zu vergurken, aber grundsätzlich ist es doch dann einfacher, sich hinten konzentriert reinzustellen und darauf zu warten, dass doch der Gegner erstmal was anbietet. Das ist doch grundsätzlich erstmal einfacher, als selber aktiv das Spiel zu machen. Weil das hat Jena nun mal jetzt nicht gemacht. Die haben auf Konter gelauert und versucht, da irgendwas rauszumachen. Und wir können ja deine These mal auf den Prüfstand stellen, Marco. Ich lese euch mal alle Ergebnisse vor, wo ein Bundesligist gegen einen Regionalligisten gespielt hat. Natürlich war da immer Heimrecht für den Regionalligisten, ne? Das ist für den Hinterkopf. Bayer Leverkusen hat 3-0 gewonnen gegen Lok Leipzig. Gut, RB hat gegen Zweitligisten gespielt, die haben auch 4-0 gewonnen, ist egal. Bielefeld hat gegen den Regionalligisten 6-3 gewonnen. Und wann sind da die Tore gefallen? Ja, wollte gerade sagen, das spielt sich auch spät. Das war nämlich auch auf Messerschneide, ne? Das hätten die auch verlieren können. Ja, also bis zur 68. war es 3-3. Und dann scheint da der Regionalligist eingebrochen zu sein. Ja. Ich gehe mal weiter durch. So, dann haben wir hier noch Bochum in der Verlängerung, 1-2 gegen den WSV. Mhm. Stuttgart, okay, die haben es gut gemacht, 6-0 gegen Dynamo, also gegen BFC Dynamo. Muss man ihn lassen. Dann Greuther Fürth ausgeschieden gegen Babelsberg im Elfmeterschießen. Mainz im Elfmeterschießen 8-7 gegen Elversberg durchgesetzt. War auch ein krasses Elfmeterschießen, ne? 8-7. Mhm. Ja gut, wir, ne? 2-4, ist klar. Und dann haben wir noch Wolfsburg. Ja, Wolfsburg hat das am besten gemacht. Also, übrigens ganz kurz, also wir lachen jetzt wegen des Wechselfehlers, wir haben vielleicht unsere Hörer nicht alle mitgekriegt. Super. Wolfsburg ganz hat theoretisch gewonnen gegen Preußen Münster. Hoffentlich verkacken die auch das. Auch nach Verlängerung. Hat,
Aber einen sechsten Spieler in der Verlängerung eingewechselt. Ich glaube, Amiri war das oder wer? Oder Mimidi. Ich weiß gar nicht, wer von denen. Egal, wurscht. Wir waren einen Spieler. Und damit kann Preußen Münster Widerspruch einlegen. Hat das auch getan. Ja. Und jetzt kann es sein, dass dieses Spiel auf dem grünen Tisch gegen Wolfsburg entschieden wird. Aber was wir nicht unerwähnt lassen sollten, Sebastian Bornau hat eine Vorlage zu einem der Tore gegeben, zum 1:2. Ja, wird jetzt annulliert werden, also wird nicht zählen, aber er hat es auf dem Platz zumindest gemacht. Ja, alles andere waren andere Paarungen als Bundesliga gegen Regionalliga. Ist jetzt in den seltensten Fällen den Markus Thiese, würde ich sagen. Was dabei, wo ich sagen würde, boah, krass. Also, nur Stuttgart. Ja, Stuttgart würde ich als krass nennen. Ja. Das andere nicht. Das ist halt auch, du musst halt in den Spielen, darfst du dir halt nicht, ich sag mal, fast alle Spiele, da hat der Bundesligist verhältnismäßig früh ein Gegentor kassiert. Ja, aber nicht, also wie oft wahrscheinlich wir alle uns an den Kopf gefasst haben, wenn unsere Außenverteidiger da agiert haben. Yep. Das ist schon, ich habe jetzt alle anderen Spiele nicht sehen können, will ich auch gar nicht. Ich habe es auch die meisten in der Zusammenfassung aber gesehen. Ich kann mir kaum glauben, dass da, es tut mir ja sehr leid. Ich wünschte, das wäre anders, aber dass da Easy, vor allem Easy, in dem Spiel so, weiß ich nicht, soll man katastrophal sagen, aber sehr schlecht agiert hat. Ja, aber es sind ja nicht nur die Außenverteidiger. Innen war ja auch nicht besser. Ja. Also, was Zichos da gespielt hat gegen Regionalligisten, boah. Ja, das war jetzt begeisternd, aber Easy war es wirklich, da hat man, wurde mir immer Angst und Bange. Und nach vorne war es halt wirklich, die haben ja auch, wenn ich es richtig sehe, auch eigentlich den Plan gehabt, dass sie über außen da zusammen dann mit Kainz und Hector das Spiel ein bisschen in die Breite ziehen und dann die Flanken reinbekommen. Und das hat alles überhaupt vorne und hinten, wie gesagt, wie es hier schön heißt, vorne und hinten nicht gepasst. Im wahrsten Sinne des Wortes. Bei Easy war es dann wirklich, also war auch kein guter Tag. Der hat sich da echt auch die Zähne ausgebissen, aber das macht einen dann schon so ein bisschen, also wenn man schon da mit reingeht, denkt ja, Außenverteidiger ist wahrscheinlich die Problemposition und das dann so sieht, dann stimmt das ja nicht hoffnungsvoll. Nee, also Maximilian Kraus, so ein 24-jähriger Regionalligaspieler, der in seinem Leben 27 Spiele in der dritten Liga und 55 in der Regionalliga gemacht hat. Und der hat mit Easy gemacht, was er wollte. Das war der mit wenig Haaren auf dem Kopf. Ja, genau, der aussieht wie 44, aber 24 ist, genau. Der hat ja das 1-0 vorbereitet. Die haben sich da ganz schön gegeben, aber mit einem besseren Ende für den jungen Mann da. Ja, also der hat ja die Vorlage gegeben zum 1-0, hat selber eine Torchance zum möglichen 2-0 dann. Und das darf halt alles nicht passieren. Aber ja, und Werner Schmitz ist jetzt auch. Also ich wollte gerade sagen, die Flanke, da steht Easy Boué auch da zum wiederholten Male viel zu weit weg. Aber jetzt mal im Ernst, wie schlecht ist das innen verteidigt? Ja, natürlich, das ein unfassbar schlecht ist, wenn du genau zwischen. Ich glaube noch nicht mal, dass das nur Schmitz war. Ich glaube sogar Zichos wäre das. Zichos auch, genau. Also das hätte ich jetzt nämlich noch nachgeschoben. Ja, ja. Also Schmitz steht scheiße, aber Rafael Zichos steht auch im Land der aufgehenden Sonne. Ich glaube halt, da steht gar keiner. Ich glaube, dass Schmitz so schlecht aussieht, weil Zichos so schlecht aussieht. Ja, das ist ja sein, nie im Leben Schmitzens Mann. Also der steht ja hinter dem Typen, der Schmitz. Ne? Eigentlich muss also eigentlich nur Rafael Zichos zwei Schritte nach seitlich rechts machen. Dann ist der Typ gedeckt. Ne? Aber der macht ja gar keinen Schulterblick. Der guckt sich gar nicht um. Das ist so ein typisches FC-Ding. Da steht einer Mutterseelen frei allein im Strafraum. Der köpft den Ball ein oder schießt ihn ein. Und die beiden anderen gucken sich dumm an und sagen, wo kam der jetzt denn her? War der vorher schon da? Das ist ja schon zum 10., 15. Mal gesehen, dass wir genauso ein Gegentor kriegen. Und da frage ich mich jetzt schon, reicht dann da wirklich die Qualität? Ja. Es ist nämlich irgendwann eine Qualitätsfrage und keine Formfrage mehr. Ich weiß auch nicht, wer soll jetzt die Abwehr da organisieren? Wer ist da der Organisator? Ja, ich meine, es muss ja auch ein Papierzichos sein. Der ist sogar Vizekapitän. Ne? Das heißt, der wurde ja wohl zum Führungsspieler auserkoren anscheinend. Und der hat ja auch letztes Jahr alle Spiele gemacht, wenn er irgendwie fit war und nicht gesperrt war. Also es ist der, von dem man es erwartet. Ich frage mich halt, ob es der ist, der das leisten kann. Ne? Das ist dann nochmal eine andere Aussage. Gerade auch, weil der ja noch nie eine solide Saison für uns gespielt hat. Weder in der ersten noch der zweiten Liga. Ich finde halt, bei Zichos greift immer so ein bisschen der sogenannte Recency-Effekt.
Man neigt dazu, die zuletzt gesehenen Leistungen am besten zu bewerten. Und das ist halt, da er gegen, in der Relegation halt gegen Kiel im Rückspiel wirklich gut gespielt hat, neigt man dazu, den ganzen Spieler so ein bisschen besser zu sehen. Aber ja, über die Saison gesehen hat er dir mindestens 10 Tore verschuldet. Das sage ich ja auch nicht zum ersten Mal. Das soll auch kein Bashing gegen den Spieler sein, ne? Also, es ist das, was Marco immer sagt. Wir wünschen uns alle, dass der Mann durch die Decke geht und die Abwehr komplett stabilisiert. Aber der ist inzwischen halt 30, hat es noch nie bewiesen und ist jetzt bei dir plötzlich Abwehrchef, weil du A, kein Geld hast, um anderen zu holen, aber B, auch keinen Willen hast, einen anderen zu holen. Aus irgendeinem Grund sitzt Mireille jetzt schon wieder auf der Bank, der das, vielleicht so ein bisschen Spiel auslösen könnte. Das leuchtet mir auch nicht so ganz ein. Also, ich habe eine Vermutung. Ja. Okay. Wechseln? Oder? Also, nee, das glaube ich gar nicht. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, weil wenn wäre Mireille schon gewechselt. Ich kann mir vorstellen, dass die Sprache ein Problem ist bei Mireille, weil der ja immer noch nicht wirklich Deutsch spricht. Jetzt mittlerweile im vierten Jahr bei uns. Ja, vierten. Und ich glaube halt, dass es als Innenverteidiger gar nicht so unwichtig ist, Anweisungen zu geben. Und damit meine ich nicht irgendein Warmausgebrülle. Und wenn du als der auslösende Innenverteidiger da agieren willst, ich glaube, dann ist es vielleicht gar nicht so unwichtig, wenn du mit den Spielern da tatsächlich, also den zentralen defensiven Mittelfeldspielern oder den Außenspielern, die du halt anspielst, kommunizieren musst. Aber in der 24/7-Doku hat man den noch Englisch sprechen sehen. Das muss doch im normalen Fußballalltag reichen. Ja, wollte ich auch sagen. Also für die, er muss ja keine Abhandlungen schreiben oder irgendwas tiefergesinniges dann loslassen auf dem Fußballplatz, passiert ja sowieso nicht. Da reichen doch die wichtigsten Kommandos. Ja, aber. Aber ich, ob er der Typ ist, um die Abwehr zu organisieren, ist dann auch nochmal eine andere Frage. Es geht ja noch um die Defensivarbeit, nicht jetzt ums Auslösen nach vorne. Ja, da waren die beiden, also die ganze Abwehr war eigentlich, ich finde, das größte Problem jetzt in dem Spiel. Einfach aufgrund der fehlenden Stabilität und auch dem fehlenden Impulsen auch nach vorne oder zumindest ins Mittelfeld rein. Ja, und dazu kommt ja auch, habe ich gerade schon gesagt, du hast einfach den Unterschied gesehen zwischen Salih Özcan auf der 6 und Elias Giri. Da bin ich wieder bei meinem Punkt, dass Salih für mich halt einfach kein defensiver Sechser ist und schon gar nicht in der Raute, wo er alleine da spielen muss. Und dann ist halt die große Frage, ob man es sich erlauben kann, eine Abwehr aufzustellen, wo 5 von 5 Leuten nicht den Ansprüchen genügen halt. Oder nur an einem sehr guten Tag, wenn Easy mal gerade wieder einen guten Tag hat oder sich aus der guten Phase. Das hat man auch gesehen, der Skiri ist ja auch, als er reinkam, hat auch nach hinten viele Anweisungen gegeben. Ja, total. Also im Moment war Jena dann auch platt, als Giri kam. Ne? Da kam nichts mehr von denen. Dass er direkt das Tor dann im ersten Touch macht, super für ihn, aber das ist jetzt gar nicht so ausschlaggebend, finde ich, für die Gesamtleistung. Ja. Darf man sich unter dem Aspekt überhaupt erlauben, einen Verkauf von Skiri zu erwägen? Muss man jetzt nicht eigentlich kommen, Teufel, komm raus? Also einen besseren bekommen wir auf jeden Fall nicht. Ne? Also man kann sagen, wenn wir einen adäquaten in der Hinterhand haben und keine Ahnung, was ist denn da im Raum? 18 Millionen, weiß ich nicht, 25 Millionen bekommen, weiß ich nicht, ob es dann irgendwie man sich das rechtfertigen kann. Aber eine krasse Schwächung auf einer Problemposition wäre es auf jeden Fall. Also eine Schwächung. Weil, wie gesagt, einen besseren kann ich mir kaum vorstellen, dass wir jemanden bekommen, der besser ist. Ja, der Marktwert sind 10 Millionen laut Transfermarkt.de. 10 Millionen. Mhm. Aber die Summen, die doch so umher schwirren, sind doch eigentlich höher. Also ich hoffe, dass du die nicht für 10 Millionen abgibst, ganz ehrlich. Wir haben doch für Jakob schon fast 10 Millionen bekommen, oder? Ja. Ja, gut, der ist auch jünger, ja, wie auch immer. Ich weiß nicht genau, wie sich das alles immer misst. Ich sag mal so, in einer fairen, gerechten Welt würde jeder Top-Verein, also jetzt vielleicht in diesem B-Regal, nicht A-Regal, sondern so Tottenham-Größenordnung, würde bei Elias Giri anklopfen. Das ist so ein Spieler, den nimmst du gar nicht wirklich wahr so richtig, wenn der spielt. Du merkst aber immer, wenn der nicht spielt, wie jetzt zum Beispiel auch gegen Jena eben, der würde wunderbar bei Arsenal, bei Tottenham, bei jedem italienischen Verein, bei jedem französischen Verein reinpassen. Der wäre auch immer Stammspieler.
Der würde da immer spielen oder vielleicht nur in den unwichtigen Spielen mal geschont werden, aber das ist auch so ein Trainerspieler, wo jeder Trainer sagt, den brauche ich, der ist wichtig für mich. Der reißt dir im Spiel 13 Kilometer ab, der schießt sogar Tore nach vorne jetzt, hat er schon angedeutet in Montpellier. Den kannst du zur Not sogar in der Innenverteidigung spielen lassen, wenn Not am Mann ist. Ich wundere mich, dass da keine größeren Angebote reinflattern für den. Ich meine, soll das ja recht sein. Ich bin froh, wenn wir den halten können. Ich glaube halt nur, dass wir finanziell fast schon darauf angewiesen sein werden, ihn auch noch zu verkaufen. Aber ich sag mal, von den dreien, um die es jetzt geht, also Iso Jakobs, Bono und Skiri, finde ich Skiri der, den du am wenigsten verkaufen darfst. Und da bestätigt mich dieses Pokalspiel in meiner Einschätzung, finde ich. Ich glaube, dass es auch die Position, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch überrascht, dass Jakobs für den Preis gegangen ist. Ja. Also ich glaube. Ich sag mal so, der hat in den letzten beiden Jahren jetzt nicht. Also, wenn mich jemand vor, wann sind die alle durchgestartet? Vor 3 Jahren, ne? Das war in der ersten Phase unter Markus Gisdol. Also vor 3 Jahren, ne? Ja, 3 Saisons, nicht 3 Jahre. Also vor 3 Saisons, genau. Ja. Da war ich von Jakobs wahnsinnig beeindruckt. Aber danach hatte ich immer das Gefühl, der ist so auf der Stelle getrippelt. Da hat immer wieder so ein paar Spiele, die genau. Waren echt sehr, sehr gut, aber dann wieder eine Strecke von 2, 3, wo wirklich genau. Nichts ja. war. Ja. Und demnach fand ich die Summe, die wir für ihn bekommen haben, ja. wirklich okay. Da muss man immer noch ein bisschen das Alter sehen. Ne? Das spielt ja bei den Summen auch noch viel. Ja, also klar. Ich glaube, Jakobs ist auf dem Papier ein besserer Spieler als im echten Leben. Du siehst halt nur deutscher U21-Nationalspieler, sogar Europameister mit der U21 geworden, hat da, glaube ich, sogar gespielt im Finale. Schneller Typ, ne? Also der ist ja wirklich richtig feilschnell, hat ja auch so 1, 2 Tore geschossen für den FC, kann links vorne und links hinten spielen. Der ist, glaube ich, so die Beschreibung, das ist so ein FIFA-Konsolenspieler irgendwie. Auf der Konsole ist der mega, weil er die ganzen Skills hat, aber die Technik ist ja nicht so wichtig auf der Konsole. Ja. Aber im echten Leben halt leider schon. Ja, wenn er alles zusammenbekommt, dann vielleicht. Ne? Ja, aber momentan, Stand jetzt, würde ich das nicht sagen, dass das da ist. Aber auch weil der halt keinen Zug zum Tor hat. Also du siehst einfach, der ist ein linker Verteidiger. Da vielleicht sogar gut. Also ich wette, wenn Niko Kovac ihn als Linker als LV einsetzt, dann wäre der bestimmt gut. Vorne offensiv, glaube ich, fehlt ihm das letzte Quäntchen für Qualität. Vielleicht ist der Kovac, hat er kreative Ideen mit ihm. Ja, ich habe mal ein bisschen geschaut. Wie du sagst, ne, das Potenzial ist ja immer noch irgendwo gegeben. Ja, vielleicht kann man ja noch was draus formen. Ne? Also es ist auf jeden Fall kein fertiger Spieler. Nee, er hat ihn bis jetzt halt immer als Linksoffensiven gebracht, tatsächlich. Ja, muss er selber wissen, dass er so macht. Ne? Aber wie siehst du, wie Marco, ich war auch ganz überrascht, dass da so großes Interesse war aus, ich weiß nicht, was Monaco spielt. Conference League oder Europa League oder was auch immer. Die sind doch zwei Meister geworden, oder? Ist falsch im Kopf. Was? Oder war das PSG schon wieder? Nee, so jetzt nicht mehr anders leisten. Oh, jetzt, keine Ahnung. Aber was ich sagen wollte, ja, Lille ist Meister geworden. Ah, Lille war das, nicht Monaco. Richtig, es war Überraschungsmeister. Okay. Aber also, dass da Interesse besteht, hat mich überrascht, aber dann Geld konnten wir gut gebrauchen. Ja. Aber worauf wolltest du jetzt hinaus, Marco? Dass wir durch den Verkauf dann jetzt Skiri nicht abgeben müssen, oder? Naja, ich glaube halt, dass wir Skiri nicht abgeben dürfen. Ja, weil du keinen Spieler kriegst in also wir bräuchten wir eventuell einen Ersatz. Also machen wir uns nichts vor. Wir brauchen einen Spieler, der auf dieser Position uns abhebt von dem Rest. Das sehe ich bei Sali nicht. Nee. Ich sehe auch diese Raute noch nicht so final. Da kommen wir auch gleich noch drauf, ja. Und da finde ich einfach, wenn du Skiri abgibst, also ich weiß einfach nicht, wie stark Ljubicic ist. Wenn der wird noch Zeit brauchen. Und das ist halt immer schwierig, wenn du direkt funktionieren musst.
Also wenn du jetzt Ljubicic aufbauen kannst und der braucht, ich sage jetzt mal, noch 7, 8 Spiele und du hast einen Skiri und einen Özcan, dann habe ich da weniger Bauchschmerzen, weil wenn du ihn jetzt abgibst, ist das halt auch wieder sehr gefährlich. Ja, ich sage jetzt das, was ich immer sage. Salih kannst du auf eine der 8er-Positionen stellen oder auf die 10er-Position von mir aus. Ich glaube, da wäre der wertvoller als auf der 6 in der Raute. Ich würde sogar sagen, du musst ihn und Hector die Plätze tauschen lassen. Also mir ist schon klar, dass Hector auch nach vorne viel bewirken kann. Aber ich glaube, dass Hector auf der 6 jetzt, wenn Skiri nicht da ist, ne, immer davon ausgehend, Skiri ist nicht mehr da, dann würde ich sagen, Hector ist auf der 6 für dich wertvoller als Skiri. Und dann, glaube ich, ist die Rochade schon hilfreich für deine Raute. Ja, aber ich glaube, die Prämisse, dass er überhaupt geblieben ist, war, dass er da auf der 6 spielt und dass auf ihn gesetzt wird. Ja, gut. Deswegen ist das jetzt, glaube ich, zu Anfang jetzt erstmal so, dass ja, das versucht wird. Ne? Der ist jetzt ja nicht Lionel Messi, ne? Den kannst du auch noch die Bank setzen. Aber er wollte ja eigentlich weg, wenn ich es richtig alles glaubt, was man so liest. Und ja, das haben sie ihm da gesagt, du bleibst auf jeden Fall hier, wir setzen auf dich. Ich glaube, die Wahrheit ist auch, dass es keine großen Anfragen gab für ihn. Ne? Ich glaube, das muss man da schon noch mit reinrechnen. Da kam jetzt nicht irgendwie Fenerbahce und wollte ihn haben. Ne? Also. Übrigens, Monaco spielt Champions League-Qualifikation. Okay. Ja, schön. Ja, freut uns. Die haben ja eh ein paar. Champions League. Die haben ja eh ein paar deutsche Spieler da im Kader, ja, mit denen er dann so ein bisschen schnacken kann, der Iso. Ja, ich drücke ihm alle Daumen. Ich mag den Jungen, auch wenn ich das nicht für den besten Linksaußen halte. Ja, aber das ist ganz auf jeden Fall spannend, was jetzt auf der 6 passiert. Ja. Total. Und ja, Ljubicic, ich hoffe, dass der einfach noch ein bisschen Zeit braucht. Weil normalerweise würde ich ja sagen, wenn du schon einen Spieler neu holst, wenn ihn dann nicht gegen den Regionalligisten spielen lässt, wann halt dann? Kann ein Spieler sein, der für dich wichtig wird, wenn du führst, ganz knapp, und das über die Zeit retten musst, dass du noch ein bisschen Zement anrührst und noch einen, der die Kopfbälle hinten raus köpfen kann. Ja, schauen wir einfach mal. Aber es gab ja noch eine Überraschung bei der Kader-Nominierung. Wir haben gerade schon gesagt, wenn du ihn nicht mal gegen einen Regionalligisten bringst, den Ljubicic, wann willst du ihn dann bringen? Das Gleiche gilt ja irgendwie auch für Noah Katterbach. Ne? Also der war ja nicht mal mehr im Kader und ihm wurde plötzlich Benno Schmitz vorgezogen. Ein Satz, den ich niemals gedacht hätte, sagen zu müssen. Aber es ist so. Was ist los mit dem Jungen? Was ist mit Noah Katterbach schiefgelaufen? Habe ich leider keine Infos zu. Mhm. Also von dem, was man hört, formtief, keine Trainingsleistung. Ja, ich weiß, da kann ich nichts zu sagen. Kann ich nichts zu sagen. Ist halt schon traurig, ne? Weil ja, gerade jetzt gegen, also von den ganzen Jugendspielern, die wir jetzt nach oben gezogen haben, ne? Also Jakobs, Özcan nehme ich mal mit rein, Thielmann und so weiter, da halte ich Katterbach für fußballerisch den besten von denen. Fußballerisch, ja, also von der Technik her. Ne? Scheint bei ihm aber so ein bisschen vielleicht Kopfsache zu sein, dass er jetzt wirklich diese erste Negativphase durchmachen muss, oder irgendwie rauskommen muss. Also, erinnert mich halt so ein bisschen vom Verlauf her an Lukas Klünter. Ne? Steil gestartet und dann relativ steil nach unten. Ja, wobei ich halt glaube, dass das bei so jungen Spielern, siehst du das ja ganz oft, dass die mal so einen Durchhänger kriegen. Weil, was man ja auch nicht vergessen darf, die steigen ja auf einem Niveau ein, was sie so bisher nicht gekannt haben. Also Bundesliga. Also die haben vorher in der Regionalliga-U19 gespielt. Das sind Welten. Und ich glaube halt einfach, da ist es fast normal, dass die vielleicht irgendwann in so ein Loch fallen. Ich hoffe, dass Baumgart der Typ ist, der dann die Spiele aufbauen kann. Weil wenn den jetzt, ich sag jetzt mal vorsichtig, wenn du den jetzt komplett in die Tonne trittst, dann bringt dir das auch nichts. Also so schätze ich Baumgart nicht ein. Man hat ja gehört, dass Baumgart ja,
Also Baumgart ist ja irgendwie beim Abschlusstraining zum Hingang hat länger mit ihm gesprochen. Also ich hoffe, dass, vielleicht ist das auch so der Schuss vor dem Bug, den du so brauchst. Ich meine, manchmal braucht man halt ja so nochmal so die Ansage, die letzte Ansage, bevor es ernst wird. Und ich glaube, das ist halt vielleicht so ein Ding zum Nachdenken. Dass du sagst, hör mal, es ist hier wichtig, wie du trainierst. Es ist wichtig, wie du mental drauf bist. Gib hier weiter Gas, sonst sitzt du draußen. Und das kannst du vielleicht in so einem Spiel gegen so einen Regionalligisten noch besser machen. Und es ist ja auch wichtig, wenn das Baumgart diese Dinger macht. Weil was ist das für ein Zeichen an die sonstige Truppe, wenn da, ich sag mal, so ein demotivierter, ohne ihm das jetzt vorzuwerfen, ein Noah Katterbach zu haben, der nicht bei Höchstform ist. Und das hat ja immer ein Signal auf alle anderen Spieler. Ja, guck mal, wir brauchen ja gar nicht keine Leistung bringen, wir können ja einfach so weiterspielen, weil was soll denn passieren? Mir tut das halt für den Jungen unheimlich leid, weil ich glaube, dass das jemand ist, der diese Position langfristig bei uns besetzen könnte. Aber dafür muss er jetzt langsam mal in die Spur kommen. Ja, meine Vermutung ist, dass auch ein bisschen Schutz des Spielers war, dass du ihn jetzt nicht gegen den Regionalligisten bringst. Wenn er da nämlich schlecht aussieht, ist er vielleicht ganz verbrannt für dich und kommt gar nicht mehr aus diesem mentalen Tief raus. Also vielleicht ist es sogar dankbarer für Katterbach, wenn er am zweiten Spieltag gegen die Bayern spielen darf, die noch so ein bisschen im Post-EM-Nagelsmann-Findungsmodus sind, als wenn du dich gegen einen Regionalligisten auf den Hosenboden setzt. Ich weiß es nicht. Ja, das kann sein. Also ich glaube, Baumgart ist ja auf jeden Fall so ein tatsächlich einer, der da viel davon lebt, dass das Leistungsprinzip, was er ausruft, auf jeden Fall auch gilt. Also da wird er sehr fair, glaube ich, damit umgehen, dass diejenigen, die Leistung bringen, dann auch spielen. Deswegen muss man da, glaube ich, hart sein. Aber was der Marco auch schon gesagt hat, was er dann, glaube ich, ganz gut macht, ist dann trotzdem nicht einfach, dass derjenige das dann bei der Kaderverkündung mitbekommt, sondern dass er jeden mitnimmt. Ne? Und da, also er ist, glaube ich, da nicht so distanziert oder so, sondern sehr kommunikativ. Ich glaube, das kann dann noch, das muss doch nicht sein, dass man dann komplett wegfällt, ne? Als nee. Junger Spieler. Nee, ich bin ja auch ehrlich, ich würde keinen weiteren Linksverteidiger kaufen. Habe ich, glaube ich, in der Vorschau auch schon gesagt. Ich finde, da drücken andere Positionen mehr, weil du ja immer weißt, dass Hector das große Linksverteidiger-Backup sein kann. Zumindest vielleicht in Spielen, wo du Ballbesitz hast. Jetzt vielleicht nicht gegen die Bayern, aber wenn du halt gegen Fürth und keine Ahnung, die anderen Graupenvereine da spielst. Ja, wir werden es sehen. Ich glaube, wir hoffen alle, dass er Katterbach hinkriegt, weil ich den Jungen für extremst talentiert halte. Du kriegst ja nicht umsonst die Fritz-Walter-Medaille verliehen. Also ich glaube, der Katterbach hat noch ganz viel Potenzial vor sich. Und würde mir wünschen, dass Steffen Baumgart das einfach freisetzen kann bei ihm. Bei wem Steffen Baumgart das Potenzial nicht mehr freisetzen wird, aller Voraussicht nach, ist Dimitrios Lymnios, denn der hat uns verlassen. Man muss, glaube ich, sagen, es ist wieder einer dieser Transfers, die eingehen werden in die Kategorie außer Spesen nichts gewesen, einer der weiteren langen Fehleinkäufe des FCs. Oder würdet ihr mich da bei dieser Einschätzung mir widersprechen? Wie kann man denn da widersprechen? Kann man nicht, nee. Also, der hat ja, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele der gemacht hat. Also mir bleibt keins in Erinnerung. Viele Minuten hat er auf jeden Fall nicht gesammelt. Ich kann mich erinnern an eine Einwechslung gegen Stuttgart, die ganz gut war, als wir einen Rückstand aufholen mussten und es nicht geschafft haben. Und dass er im Pokal gegen Osnabrück gespielt hat, aber sehr unauffällig war. Okay, da haben sich die, weiß ich nicht, 5 Millionen ja gelohnt. Ja, also, total. Also, was soll man dazu sagen? 3,3 übrigens. Spiele? Ja, aber. Nein, 3,3 Millionen. Achso. Ja, aber Gehalt, was auch immer. Also, das Geld ist da halt in jeden Fall investiert worden. Glaube ich, mit dem Gedanken, man holt sich da, man hat da einen Glücksgriff, aber es ist irgendwie ein klassischer Griff ins Klo einfach gewesen. 369 Minuten Bundesliga für 3 Millionen. Eine Million pro 100 Minuten. Geil, also eine Million pro Spiel quasi, fast kannst du sagen. Geil.
Super, Horst. Super. Vielen Dank, Horst Held. Also er sollte ja eigentlich ein bisschen vor allem Offensiv-Power mitbringen. Also stark nach vorne mit Läufen, glaube ich, auch und Zug zum Tor. Habe ich jetzt nichts von gesehen. Also da muss man sich echt mal fragen, was dann da schiefgelaufen ist. Entweder im Scouting oder dann halt beim Einbauen des Spielers. Das ist eigentlich ganz seltsam. Das ist auch so ein bisschen wie bei Jakob so ein Konsolenspieler, ne? Gute Werte in allem, gute Technik, gutes Dribbling, okay Geschwindigkeit, aber hast du am Platz einfach nie gesehen. Ja. Und ich fand es gerade so bezeichnend in den Testspielen, da durfte er am Anfang noch spielen, auch wenn ich jetzt gerade nicht mehr weiß, gegen welchen Gegner das war. Es war einer der Unterklassigen, also nicht die Bayern. Und der hat es in diesem Testspiel gegen, weiß ich nicht, Fortuna Köln oder Schaffhausen, ich weiß es wirklich nicht mehr. Auf jeden Fall hat das nicht mal in dem Spiel geschafft, sich gegen einen einzigen Gegenspieler aus seiner unteren Liga durchzusetzen. Hat er nicht geschafft. Der einen einzigen Mal um dribbeln und an dem mit Ball am Fuß vorbeizukommen. Und das ist schon besorgniserregend gewesen. Jetzt haben wir anscheinend noch Glück, dass es einer von denen ist, dem wir zumindest kein Geld hinterherwerfen müssen, dass sie uns verlassen. Er ist ja schon mal was wert. Ich kann mir auch vorstellen, dass der in Holland besser zurande kommt als bei uns, weil ich glaube, die Liga ein bisschen mehr Wert auf spielerische Elemente liegt und weniger so um Kämpfen, Rackern. Meinst du, der Götze-Effekt? Ja, genau, wirklich. Also, ein guter Vergleich sogar tatsächlich. Also ich meine, gut, ne, das Gute ist, wir haben den nur verliehen, weil der hat ja noch eine Weiterverkaufsbeteiligung bei Saloniki. Hätten wir den verkauft, hätten wir davon noch Geld abgeben müssen. So haben wir vielleicht das große Glück, dass er erstmal nur verliehen ist und dass die dann irgendwann die Kaufoption ziehen, wenn diese Weiterverkaufsbeteiligung vielleicht für uns weniger Schmerz, als sie es jetzt gerade tun würde. Wie lange hat er denn noch Vertrag? Bis 2024. Danke, Horst. Ach so. Na gut. Ja, dann hoffen wir hier noch mehr, dass er durchstartet. Ja, das ist ja auch was ich hier noch anmerken möchte. Wir sagen ja immer, oh, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld, wir sind so arm. Wir haben aber, ich weiß es nicht, zusammen bestimmt 5 Millionen rausgehauen für Limnios, Tolu und Emmanuel Dennis. Wo ich mir auch fragen muss, diese 5 Millionen hätte man auch gewinnbringender einsetzen können, Horst Held. Ja. Und da gibt es noch Leute, die sagen, wie kann man den denn einfach so den Mann entlassen? Ja, genau. Wie kann man nur? Ja. Na gut, das Thema wollen wir dann wirklich nicht aufmachen. Aber es ist wirklich katastrophal, wie das Geld da verbrannt wurde, sozusagen. Ja, und Max Meyer kannst du auch noch mit reinnehmen in diese Geldverbrennungsmaschine. Ja. Ja. Naja, ich hoffe, dass der Entgelt zurechtkommt und die Kaufoption ziehen. Ja. Ich denke mal, das Geld können wir brauchen. Wir zahlen weiterhin 50% seines Gehaltes. Ne? Also wir haben immer noch ein bisschen was von diesem Transfer. Nochmal vielen lieben Dank, Horst, weil der auch nicht wenig verdienen dürfte bei uns, schätze ich einfach mal. Ja, es ist halt dieses, ne? Also das ist ja vielleicht auch ein bisschen Corona geschuldet, vielleicht auch ein bisschen Horst Helds Arbeitsweise, aber der Typ wurde ja nicht einmal vor Ort gescoutet. Der wurde ja mit Videos und Beschreibungen und so gescoutet. Und das merkst du halt einfach, wenn ein Spieler nicht so komplett durchgecheckt wurde, ob der auch so mental passt, ob der die Einsatzbereitschaft hat, auch mal wenn es weh tut, gegen Widerstände anzuspielen, ob der Gegenpressing mitmacht und so Sachen. Das merkst du halt, wenn das nicht da ist. Und das siehst du nur, wenn du im Stadion bist. Das ging vielleicht wegen Corona nicht, dass man im Stadion ist, weiß ich nicht. Aber naja, kein gelungener Transfer. Kann man nicht anders sein. Nö. Das ist sicherlich kein gelungener Transfer. Ich glaube, da braucht man kein großer Stratege für sein, aber na gut. Ja. Naja, da er fort ist, brauchen wir auch nicht weiter auf ihn schauen. Wie gesagt, hat ja seine Zeit bei uns vermutlich hinter sich und wird wahrscheinlich auch nicht wiederkommen. Wenn er bis 2024 noch Vertrag hat, vielleicht kommt er auch wieder. Ja, ja. Also die Vergangenheit, vor allem auch die jüngste, zeigt doch, dass jeder Leihspieler auch immer zurückkommen kann. Also, wird dann vielleicht so ein Louis Schaub-Ding, dass alle sagen, neuer Trainer bis dahin dann nächstes Jahr, wenn Baumgart das hier nicht packen sollte. Und dann ist es irgendwie der neue Trainer, weiß ich nicht, Ewald Lieden, und der sagt dann, ach, dem gebe ich jetzt mal eine Chance. Wer weiß, kann sein. Aber ich glaube, der FC würde am meisten profitieren, wenn er einfach bei Enschede gut spielt und die dann die Kaufoption da ziehen würden. Ja, das stimmt. Ja,
Gut, lass uns den Mann mal hinter uns lassen. Es gab noch ein paar Gerüchte. Ich glaube, dem müssen wir nicht allzu viel Aufmerksamkeit schenken, weil sie nicht so viel Seriosität in der Quelle bis jetzt aufweisen. Aber es wurde gerüchtet, dass eventuell Kingsley Schindler zu seinem alten Mentor und väterlichen Freund Markus Anfang wechseln könnte. Und dass wir wohl an einem linken Innenverteidiger aus Portugal namens Ivanildo Fernandes dran sein sollten. Wäre Schindler der erste Zugang für Bremen diese Saison eigentlich? Die haben doch eigentlich bis jetzt nur Spieler abgegeben, oder? Die haben sich irgendwen geholt, aber ich muss gerade mal nachgucken, wen. Das war aber auch jetzt nicht so die oberste Regalkategorie. Also bei denen ist auf jeden Fall auch Alarmstimmung, weil vor allem, wenn die jetzt Baumann auch noch einfach alles Mögliche abgibt und einfach nichts reinkommt. Ja, eben, genau. Die haben Königstransfer Schindler. Ja, ne, stimmt. Die haben keinen einzigen neuen geholt. Die haben abgegeben ein paar Leute. Also ja. Rückkehr nach Laien, so Geschichten halt. Aber keinen richtigen Neuzugang. Doch. Nikolai Rapp von Union Berlin. Und von Ulsan Hyundai haben sie Kyu Yoon Park, ein Südkoreaner, geholt. Und von Brøndby IF an Anthony Jung, ich weiß nicht, wie der Mann heißt. Ein Spanier, also vom Namen her jetzt nicht unbedingt Rückschlüsse darauf, wie es ausgesprochen wird. Und dann haben sie von Bayern Lars Lukas May ausgeliehen. Und zwei Rückkehren nach Laien. Also jetzt nichts, wo du sagst, die werden die zweite Liga rocken von unten nach oben. Ja. Sargent ist weg, ne? Josh Sargent hat die verlassen. Yuya Osako ist zum Poldi-Club wie Seikobe gegangen. Ja. Also mich würde es ein bisschen wundern, wenn sie jetzt so viele doch gute Spiele abgeben und da Budget oder sonstiges schaffen und das dann für Schindler einsetzen. Aber wenn es denn so kommen würde, das ist ein bisschen wie bei Jakobs, dann wäre ich etwas überrascht, aber das fände ich jetzt nicht so schlimm aus FC-Sicht. Ja, ich meine, Bremen hat immerhin geschafft, fast wie der FC quasi, 21 Millionen einzunehmen durch Verkäufe. Mhm. Weil hier Milot Rashica, Josh Sargent, der Name ist voll schwer auszusprechen. Ey. Josh Sargent. Sargent. Ist der Kanadier? Sargent, nein. Josh Sargent und Johannes Eggestein loszuwerden für insgesamt 21 Millionen. Was sie für Julia bekommen haben, weiß man nicht, für Osako. Also für die wie der FC. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ist super, aber ich glaube, die müssen genau wie der FC einfach alles in ihre Löcher stopfen und haben gar kein Geld dafür, irgendwas raus. Ich will jetzt auch hier keinen Bremen-Podcast aufmachen, aber bei denen ist es auch ganz, ganz heikel, die finanzielle Lage und so weiter. Wir können mal wieder in die Werder-Raute dazuschalten lassen und denen mal sagen, wie schlecht sie sind. Die hören das immer gerne da. Na, Werder Bremen, ey. Unnützverein. Viel Grüße, in der zweite Liga, viel Spaß. Markus, ich bleib Anfang. Dabei, ich mag die. Ich mag nicht Markus Anfang, aber ich mag den Verein Werder Bremen. Nein, allein dieser Gästeblock reicht dazu, gehasst zu werden. Gut, ich würde einige Vereine aus der ersten Liga gegen Bremen tauschen. Ja, gehe ich total mit. Brauche ich zum Beispiel nicht. Das ist, da bin ich ja bei euch, aber trotzdem, nee. Allein für den Gästeblock purer Hass nach Bremen. Na gut, dann einigen wir uns darauf, dass wir jetzt ein Jahr zweite Liga bekommen dafür und dann können sie wiederkommen, wenn sie es schaffen. Das sehe ich nicht bei Bremen. Das ist auch schwierig. Aber wir sind da kein Bremen-Podcast. Nee, genau. Wir gehen zurück. Ich habe schon wieder wie gesagt, tut mir leid. Das ist anmaßend. Nö, kein Problem. Du bist Teil dieses Podcasts hier, ganz offiziell. Da wir kein Podcast über Werder Bremen sind, schauen wir mal zurück auf den FC. Eine Million, also wenn das stimmen würde, es stimmt nicht, weil es ist ein Gerücht von irgendeinem random Twitter-Account, der erst vorher aufgemacht wurde. Aber wenn das Gerücht stimmen würde, glaube ich, müsste man für 1 Million den Herrn Schindler persönlich mit dem Mannschaftsbus nach Bremen fahren. Ich finde den gar nicht so schlecht. Ich glaube, der ist so ein bisschen verkannt bei uns. Also ist jetzt auch kein Jahrhundertspieler. Er verdient auch zu viel Geld, hat zu lange Vertrag, bla, alles. Aber typischer FC-Move. Ja, eigentlich kein schlechter Spieler, aber zu teuer, zu langer Vertrag. Ja. Trotzdem, Baumgart-Fußball, glaube ich, läge Kingsley Schindler von seinen Anlagen her schon. Also das, was Baumgart will, da ist Schindler eigentlich schon ein passender Spieler für.
der bringt ja auch als einziger auf den Außen mal so ein bisschen Geschwindigkeit mit und ein bisschen Zug zum Tor. Wie gesagt, ist alles nichts, wo ich sagen würde, das ist wichtiger als 10 Millionen Euro zu kassieren für den, wenn das denn stimmen würde. Aber wenn er bleibt, glaube ich schon, dass er eine Option sein kann. So ein bisschen Louis Schaub wird ja auch wieder eine Option jetzt. Und ich glaube, dass wir da auseinandergehen, Marco, aber ich finde, der hat jetzt auch gegen Jena gar nicht mal so schlecht gespielt. Was? Ja. Also jetzt mal unter uns, ne? Also hört ja hier keiner zu. Was macht der denn da bitte? Ich. Da steht der am Fünfer. Und wo will der hin querlegen? Wohin? Erklärt mir den Pass. Ja, ja, das ist es. Das wollte ich gerade auch noch anführen. Also, der macht alles richtig und gut bis zum letzten Pass. Und dann vergisst er irgendwie, dass er ein Tor erzielen sollte. Ja, aber ich kann das ja verstehen, wenn man da aufs Tor nagelt und der Ball geht drüber oder der Torhüter hält. Aber das ist einfach die Angst vor dem Abschluss. Und ich war ja, als er zu uns gekommen ist, großer Louis Schaub-Fan. Natürlich danach bitter enttäuscht. Aber der hat schon, also ich weiß nicht, ob der Spielertyp, wie er ist und in der Qualitätsstufe da besonders viel bringt, aber er hat schon das, was man so klassisch dann im Mittelfeld, so eine Zaubermaus, sagten früher. Die Qualitäten bringt er mit. Also er ist technisch gut und hat gute Ideen und kann offensiv sich da einbringen. Ob er es dann immer hinbekommt und ob es dann von den anderen Aspekten auch von der Körperlichkeit dann reicht, sind mal dahingestellt. Und wie er sagt, wie du jetzt nochmal sagst, dass er dann auch die Entscheidungsfindung manchmal ein bisschen schlecht ist. Aber wenn er das mal ein bisschen hinbekommt, ist das, glaube ich, schon so, dass er sich da sehr gut einbringen kann. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal gesagt. Du liegst 1-0 hinten gegen Augsburg und es ist die 80. Minute. Dann glaube ich schon, dass Louis Schaub nochmal so ein Dosenöffner sein kann. Wurde er jetzt auch gegen Jena eingewechselt, mehr oder weniger. Genau. Also, da war ich ja ganz überrascht, da wurde ja alles Mögliche nach vorne geworfen. Ich weiß gar nicht, wie sie sich da vorne noch. Ich glaube, die standen sich am Ende auch ein bisschen im Weg da vorne, aber ich glaube, Vollblinder ist er halt nicht. Ne? Nein, das sage ich auch gar nicht, aber ich finde halt, Louis Schaub kommt mir oft zu gut weg, weil ich finde die Entscheidungsfindung, also wenn wir darüber sprechen, dass zum Beispiel die Entscheidungsfindung bei Kainz ganz oft eine Katastrophe ist, ist das aber, finde ich das bei Schaub potenziert. Ich finde also, die Wahl bei Kainz gar nicht so schlecht. Ich finde, der macht sehr viele kluge Sachen. Ja, aber man sagt ja Kainz oft nach, dass da nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Das würde ich jetzt eher Bruder attestieren als Kainz, ehrlich gesagt. Und ich finde zum Beispiel bei Schaub, das sieht alles gar nicht schlecht aus. Und nochmal, ich wünsch dem Spieler auch alles erdenklich Gute. Wenn der von mir ist, kann der uns mit 35 Assists und 15 Toren zum Meistertitel schießen. Dann bin ich der Letzte, der da auf Feld steht und buht. Aber mir ist das zu verspielt. Vielleicht ist mir das zu verspielt. Also das ist mir nicht zielgerichtet genug. Das wollte ich auch sagen. Also der verliert sich dann manchmal ein bisschen, glaube ich, darin. Genau, und also, das ist dann schön zu lösen. Genau, das hat in der zweiten Liga auch, das hat also, ne, das ist halt genau das Ding, wieso das in der zweiten Liga noch gereicht hat, aber dann halt für die erste Liga nicht. Und dann weiß ich nicht, ob der Spieler uns signifikant weiterhilft. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist immer gut, dass du eine Option hast, weil er ja einen ganz guten Standard schießt zum Beispiel. Ja. Da glaube ich schon, dass dir das helfen kann. Vor allem, weil du ja immer auch Verletzungen einpreisen musst. Ja. Was machst du denn, wenn Marc Uth mal ausfällt? Da musst du doch. Mach ich das. Er ist ja auch gerade, glaube ich, dritte Option, oder? Also, ja, also ich würde sagen, Bruder, Schaub und Uth, ja. Wobei Uth ja auch immer mal vorne gebraucht werden wird, wenn da einer von denen ausfällt oder Thielmann vielleicht mal einen Durchhänger hat oder so. Also insofern traurig darum, Schaub im Kader zu haben. Ja, würde ich auch sagen. Ich werde das beobachten, Louis Schaub.
Das klingt ja immer wie eine Drohung. Ja, vor kurzem. Ja, macht wahrscheinlich auch. Ne? Denk dran, die kennen deine Adresse hier, die Leute vom FC. So. Was wird denn passieren, wenn Louis Schaub bei mir klingelt? Nix, aber der bringt halt seine Freunde mit. Wen denn? Die sind doch alle 2 Zentimeter größer. Der hat zur Not genug Geld, um sich einfach eine halbe Privatarmee zu kaufen. Schaub, ey. Ja. Er kommt da mit ein paar österreichischen Hooligans an. Und genau. Da gibt's auch die Namen. Da muss ich dann lachen, wenn die dann von mir irgendwas erzählen wollen. Jota macht dir O1 aus Lenkau. Ja, komm. Ziehen wir dir die Hommelbeine lang. Ja. Oh, da muss den Spital. Ja, ja, klar. Durchschaub. Ja. Der soll Fußball spielen und Fresse halten. So, aber was wir gerade vergessen haben zu erwähnen, aber jetzt gerade bei der Personalie Louis Schaub nochmal erwähnen können. Ich fand alle 11 Meter, gerade auch den von Lemperle und von Thielmann, extrem gut geschossen. Ja. Also das von Thielmann, den schießt, den musst du erstmal als Jugendspieler, als 19-Jähriger oder 20-Jähriger, der inzwischen ist, so 20, schießen in einem Spiel, wo es um was geht. Es war kein Testspiel. Das war ja schon ein wichtiges Spiel für den Verein, so in der Gesamtkonstellation. Erstmal, dass Lemperle den ersten Elfer schießt, weil die Eier hat, finde ich schon mal sehr, sehr gut. Halte eh sehr viel von Tim Lemperle und habe schon mal gesagt hier, ich glaube, der wird die Überraschung unseres Kaders werden, was auch immer das heißen mag, in Toren oder so, aber der wird zumindest der erwähnenswerte Spieler der Saison werden. Aber allein wie Thielmann dann seinen Elfmeter geschossen hat, aller Ehren wert, also total viel Respekt für den Jungen, so schießen, so schießt du, wenn du überzeugt bist von dir selber, wenn du Selbstbewusstsein hast. Ja, sehr gut. Aber auch Schaub. Ich war sehr erstaunt, dass die Jungen da nach vorne gelaufen sind. Wirkt jetzt aber auch nicht so, als hätte sich kein anderer gemeldet. Ich glaube, die haben einfach gesagt, ich möchte jetzt einfach gerne schießen und dann sehr gut gemacht. Das ist natürlich Sorry, ich wollte gerade nicht unterbrechen. Ja. Das ist so eine Frage, die uns auch erreicht hat tatsächlich als Hörerfrage. Wo waren denn die sogenannten Führungsspieler? Also es ist ja toll, dass die Jungen das so souverän und so selbstbewusst machen. Aber Lemperle, Schaub, Thielmann sind jetzt ja nicht so die Säulen der Mannschaft. Duda, okay, kannst du damit reinzielen. Aber das ist die Diskussion, die wir öfter hier haben. Müsste man dann nicht vielleicht auch von Leuten wie, ja gut, Uth war ausgewechselt in dem zu dem Zeitpunkt schon. Ja, aber Modest war raus, genau. Hector war drauf, dass man sagt, okay, als Kapitän. Ich glaube, der war wahrscheinlich der 5. Denke ich mal. Ich denke, aber Hector ist jetzt auch nicht durch Elfmeter. Also was? Hey, hier, Deutschland, Italien. Buffon den Elfmeter nochmal an. Und dann, ja, klar. Ich glaube, von dem träumt Buffon heute noch von dem Ball, weil er den so leicht halten kann. Da springt der Buffon heute, könnte heute noch losspringen und wäre morgen da. Ich glaube einfach, Buffon hat mit einem härteren Schuss gehalten und die deswegen nicht gehalten. Das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, der hat gedacht, oh, jetzt kommt hier eine richtige Fackel und dann kommt da so ein Krümmelding und der war nämlich auch schon viel zu weit gesprungen gefühlt. Ja. Ich glaube, da hat sich keiner gedrückt. Nee. Ich saß ja direkt davor, wo die sich ihre Traube gebildet haben. Da hat sich jetzt keiner gedrückt. Das war alles, sah alles sehr positiv aus und ich glaube, es ist wirklich so gewesen, dass die einfach gesagt haben, ich will schießen und dann hat der Baumgart gesagt, dann schießt er halt. Und war ja eine gute Entscheidung. Hast du denn gesehen, wer der 5. gewesen wäre von deinem Platz aus? Konnte man das irgendwie erkennen? Nee, konnte ich nicht erkennen. Ich vermute ja Anderson. Ich hätte auch Anderson vermutet, ja. Ja. Und zu den Jenensern muss man ja sagen, das waren sehr mittelmäßige zwei erste Elfmeter. Mittelmäßige Elfer, gut gehalten, würde ich sagen. Genau. Also ich finde, der erste ist sicherlich der schwächste von allen geschossen gewesen. Aber den zweiten, den holt der Schwerwetter schon gut raus. Und ich meine, das ist natürlich schon cool, wenn du da als, ich meine, das ist natürlich auch für einen Torhüter ein sehr, sehr undankbares Spiel gewesen. Weil bei dem Gegentor keine Chance. Und danach war da jetzt auch nicht so viel, wo man denn sich hätte wirklich auszeichnen können. Demnach fand ich, das ist jetzt ein Spiel gewesen. Also wenn Timo Horn sich jetzt morgen verletzen würde, würde ich jetzt nicht schlaflose Nächte haben. Für mich ist das jetzt aber auch keine Diskussion, ob wir jetzt
eine 1b oder eine Nummer 2 haben. Weil so oft ich auch auf Timo Horn draufgeschlagen habe, letzte Saison war er doch am Ende relativ stabil. Achtung, das muss man. Achtung, Recency-Effekt. Ne? Anfang der Saison war scheiße, Ende war gut. Ja. Gibt in der Summe halt einen durchschnittlichen Bundesliga-Torwart. Ja, aber nochmal, das ist er doch auch. Ja, Timo Horn. Ich hätte jetzt aber auch keine Begründung, dass man ihn rausnehmen müsste. Nee, nö. Absolut nicht. Also absolut nicht. Sache zu Ende. Wie gesagt, ich finde, Schwäber hat das im Elfmeterschießen sehr gut gemacht. An dem vierten war er ja auch noch dran. Also auch den hätte er mit ein bisschen Glück haben können. Und ja, dass die Jungs da, die ganz Jungen da so vorne rangehen und so Eier haben, also gerade das Thielmann-Ding, ja, Respekt. Respekt. Also finde ich schon sehr cool. Ich meine, ja, wo sind die Erfahrenen? Aber im Endeffekt ist das egal, wenn sich einer von den Jungen traut. Und Elfmeterschießen hat auch nichts mehr mit Erfahrung oder Führungsqualität zu tun. Da geht es einfach darum, bist du ein guter Elfmeterschütze? Und das kann ein 18-Jähriger genauso gut wie ein 80-Jähriger, sage ich jetzt mal vorsichtig. Da ist es fast egal, wie alt du bist oder wie erfahren du bist. Es gibt einfach Spieler, die sind gute Elfmeterschützen und es gibt einfach Spieler, die sind keine guten Elfmeterschützen. Also bei Jonas Hector würde ich jetzt nicht als den allerstärksten Elfmeterschützen bei uns im Kader einschätzen. Jetzt auch wieder Recency-Effekt. Nach dem Ende der letzten Saison würde ich einfach denken, der macht einfach alles. Der würde auch noch ins Tor gehen und die Elfer halten. Aber ja. Das ist jetzt alles Thesen, die wir aufstellen. Also weiß man nicht, was passiert wäre. Aber ich kann nur noch mal sagen, es hat sich, glaube ich, da keiner gedrückt. Ne? Es haben sich einfach die gemeldet oder die waren dran, die wirklich gesagt haben, ich fühle mich richtig gut, ich will es jetzt machen. Wir können aber an dieser Stelle noch mal ein paar Hörerfragen einbinden, weil es gerade für die Timo Horn-Thematik betrifft. Und zwar schreibt der, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, der Janisch Gambit oder Janisch, whatever. Wie schätzt ihr die Torwart-Situation ein? Sitzt die Nummer 2 nun genauso auf der Bank wie zuletzt? Zieler. Und der Ed Couch Ultra schreibt, ich bin der festen Überzeugung, dass Horn die Saison nicht als Nummer 1 beenden wird. Was sagt ihr denn? Muss man jetzt gegen freigehaltene Elfer da auf der Position rotieren? Oder ich stelle meine Frage anders. Baumgart hat ja schon gesagt, Timo ist die Nummer 1 und Schwäbe spielt nur im Pokal. Wie findet ihr dieses Standing von Timo, diese Einschätzung von Timo? Was sagt ihr dazu? Ich würde es auch so machen, sag mal so. Also ich sehe jetzt keinen Grund, den Timo Horn da rauszunehmen. Es bringt nur jetzt nochmal, würde auf jeden Fall Unruhe reinbringen und ob es jetzt ein großer Qualitätssprung wäre, weiß ich nicht. Wenn die Leistungen dann auf einem akzeptablen Niveau bleiben und nicht der Team der Horn der Woche wieder eingeführt werden muss, dann wird sich da, glaube ich, auch nichts dran ändern. Den Horn der Woche sollten wir auch für positive Aktionen auch einführen, finde ich, wenn er was gut macht. Die Sache ist doch aber die, kannst du eigentlich mit Timo Horn Baumgart-Fußball spielen? Brauchst du da nicht einen mitspielenderen Torwart, als er das ist? Besser wäre es, das stimmt. Wobei, ich überlege gerade, wo ich es gelesen habe. Ich habe irgendwann die Tage von Gospodarek ein Interview oder irgendwas gelesen. Und dann kam nämlich, glaube ich, genau diese Frage, wo Gospodarek gefragt wird, Mensch, Timo Horn ist ja jetzt eigentlich auch nicht der mitspielende Torhüter. Und da hat Gospodarek gesagt, ja, stimmt. Er war es im alten System. Es war im alten System aber auch nicht gefordert, dass er es macht. Und das ist dann... Also, er hat doch nicht den Fuß dafür. Das ist ja vielleicht auch eine Trainingssache. Boah, jetzt noch? Mit 27 wird sich immer Fußballspielen beibringen. Ich glaube, der kann besser Fußball spielen als wir alle drei zusammen, würde ich jetzt mal behaupten. Der verdient ja auch sein Geld damit, klar. Ne, aber schlechter als 15 andere Bundesliga-Torwerte. Weiß ich nicht. Also ich meine, ich glaube, wenn du halt nicht gezwungen oder genötigt bist,
aktiv mitzuspielen, dann machst du es nicht und dann kommen genau vielleicht, also vielleicht ist es aber auch bei Timo, also wenn der Ball auf Timo Horn zurollt, dann mache ich die Augen zu. Aber wie viele Patzer sind denn da passiert? Ja, also gerade in den ersten 6 Spielen letzte Saison sehr viele. Nein, aber so, also so Bälle, dass der den Ball zum Gegner gespielt hat. So aus dem, also aus dem Fußballspielen heraus. Naja, zählen doch Bälle, die er ins Ausklöppelt. Also zählt das auch? Nicht ins Ausklöppeln. Aber ich meine jetzt unbedrängt, die einfach nur über Seiten ausschießt, weil er den Spieler nicht erreicht. Die Frage ist ja auch, wo will ich den Spieler anspielen? Also wenn der den Ball in die Mitte haut. Nein, also wenn der den Spieler in der Mitte im Mittelkreis anspielen will und der haut dann den Ball ins Aus, dann ja. Aber wenn der Spieler an der Außenlinie klebt und der erreicht den Spieler halt nicht, weil halt 4 Mühe zu weit rechts, zu weit links, dann ist das jetzt keine Qualität der allerhöchsten Kategorie, aber jetzt auch nichts, was jetzt für mich katastrophal ganz schlimm ist. Also ich meine tatsächlich Fehler, die zu Gegentoren geführt haben. Ich wüsste keinen. Du meinst jetzt, wo er den Ball am Fuß hatte? Ja. Oder generell Fehler zu Gegentoren? Nee, genau, wo er den Ball am Fuß hatte und ich sag mal, aus dem Spiel heraus einen Fehler gemacht hat, aus dem Fußballspiel heraus. Mit dem Ball am Fuß. Nicht ein einzigen. Ja, aber weil er dann jetzt genau, uns weil er im Kreis, weil er auch das nicht im Spiel war und er nicht so oft angespielt wurde. Und jetzt ist die Frage, war es alles teammäßig oder wurde es einfach vermieden, weil er es nicht kann? Ja, vor allem muss der Gegner das ja auch ausnutzen, wenn er den Ball dann halt in den Fuß spielt. Ne? Ja, ich meine, er hat jetzt nicht diese Zichos-Klopper drin, der den Ball ja wirklich direkt in den starken Fuß vom Gegner spielt. Genau. Aber das kann ja kein Anspruch sein. Also wir können doch nicht sagen, nach wie viel Saisons Profifußball kriegt das hin, keine Gegentore zu verschulden? Also bitte. Das ist so, als wenn du sagst, als Sparkassenangestellte kostet die Sparkasse halt jedes Jahr durch einen Kommafehler 3 Millionen Euro bei falschen Überweisungen oder sowas. Ist da jetzt minimalst Anforderung an Bundesliga-Torwart. Und ich würde auch behaupten, wenn du den Timo den Ball auf dem rechten Fuß spielst, dann musst du aber nicht nur die Augen zumachen. Dann musst du dich aber in den Keller verkrümmeln und einen Kartoffelsack drüber tun. Also du würdest jetzt also auf jeden Fall den Torwart wechseln. Naja, nee, ich hätte einfach einen anderen Menschen als Marvin Schwebe geholt. Ah. Ich hätte, gut, das ist jetzt gar nicht gegen Marvin Schwebe gemeint, meine ich gar nicht despektierlich. Den kenne ich nicht gut genug, um zu wissen, ob er dazu taugt, 34 Bundesligaspiele zu machen, ne, als Nummer 1. Aber es gibt Torwerte auch in unserer Preiskategorie, mit denen du das Mitspielende besser kannst, die dann vielleicht andere Schwächen haben. Ne? Also die große Stärke von Timo ist immer noch die Reflexe, das Reagieren auf der Linie. Aber das sehe ich jetzt auch als minimalst Voraussetzung bei einem Bundesliga-Torwart, dass der halt einen Ball auf kurzer Distanz irgendwie reflexartig halten kann. Timo ist immer noch suboptimal in der Strafraumbeherrschung und er ist immer noch suboptimal, wenn er rauskommen muss, also als hochspielender Libero-Torwart. Ist alles okay, solange die Mannschaft tief steht, kannst du mit Timo spielen. Dann macht er das wie in der Rückrunde, als Gistel gesagt hat, alle Mann hinten reinstellen, Zement anrühren. Da war Timo auch nicht schlecht. Sobald aber zwischen Timo und dem ersten Innenverteidiger 25 Meter Abstand sind, haben wir ein riesengroßes Problem. Und darauf ist das System Baumgart ausgerichtet, auf genau diesen hochstehenden Innenverteidiger. Und allein deshalb hätte ich gesagt, für mich ist Timo Horn die gelebte Ambitionslosigkeit. Das ist ein Torwart, der ist der 15 bis 16 Beste in der Liga, in der Bundesliga. Und deswegen bist du als Verein auch der 15 bis 16 beste Verein der Liga. Jetzt hast du dich halt mit Haut und Haar Steffen Baumgart verpflichtet, aber du kaufst dem armen Mann nicht einen einzigen Spieler, der zu ihm und seinem Fußball passt. Weder irgendeinen schnellen Außenbahnspieler, noch einen schnellen Innenverteidiger, noch einen Innenverteidiger mit gescheitem Spielaufbau, halt noch einen Torwart, der hoch spielen kann. Und dann erwartest du, dass der jetzt alles für dich so messiasartig wuppt, der Baumgart. Und der ist halt die ärmste Sau und der erste Mensch, der gefeuert werden wird, wenn das dann am Ende nicht funktioniert. Und das ist halt einfach mit Timo ein Puzzle von ganz vielen. Aber ich würde alleine, um mal diese ganzen Erbhöfe abzuschaffen, wenn ich jetzt beim FC der neue Horst Held wäre, dann würde ich das Kettenrauchen anfangen und würde dann gucken, für Timo kriegst du auch noch Geld. Glaube ich. Nein. Doch, glaub ich. Nein.
Nein. Das ist so ein bisschen wie Jakobs. Auf dem Papier besser als auf dem Platz. Nein. Nein. Ja, ich sehe es anders. Der geht vielleicht nicht in die Premier League, aber. Ja, aber pass auf, aber das ist genau die Thematik wie mit sämtlichen Spielern, für die wir Geld draufgezahlt haben, dass sie uns verlassen. Nee, dafür ist Timo zu stammspielerisch, um das Geld in den Herzen zu machen. Aber welcher Bundesliga soll den denn verpflichten? Ja, Bundesliga weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt ja durchaus Mannschaften, die viel Wert auf Defensive. Italien. Wenn der in Italien spielen würde, glaube ich, wäre der nicht schlecht, wo die Abwehr halt einfach 10 Meter vorm Tor steht. Jetzt auch nicht oben. Italienischer Verein kauft. Doch, aber halt nicht die Top-Mannschaften in Italien, sondern halt irgendwie, was weiß denn ich hier, da wo Sörensen spielt oder so. Der spielt in der zweiten italienischen Liga. Ja, von mir kann er da hingehen. Ist mir wurscht. Aber pass auf, aber ihr vergesst immer eins bei den Abgängen. Die Spieler verdienen ja beim FC eine Menge Knete. Glaubt ihr allen Ernstes, dass Timo Horn, warum, kann ich auch nachvollziehen, warum soll der einen Vertrag weggeben zu einem. Aber davon redet doch keiner. Ich rede doch nicht von der Spielerseite. Ich rede doch von der Vereinsseite. Ja, aber. Der hier bleiben will im gemachten Nest, ist doch vollkommen klar. Aber wie willst du? Du wirst den Spieler doch nicht los, sonst. Du kannst den Spieler doch nicht gegen seinen Willen verkaufen. Ja, wenn du zu dem sagst, hier Junge, du spielst nicht mehr und dich will Spezia Calcio kaufen, die zahlen dir dasselbe wie wir, weil die Kohle haben. Aber die zahlen nicht dasselbe wie wir. Das weiß ich nicht, weil ich auch nicht weiß, was der bei uns verdient. Keine Ahnung. Ja, verkaufen Timo halt nach Frankreich. Die nicht haben wenig, denke ich, nicht wenig. Also Timo wird sicherlich einer der Top-3-Verdiener bei uns sein. Davon könnt ihr mal alle ausgehen. Ja, ich finde es aber trotzdem auch eine andere Diskussion jetzt gerade. Also mein Punkt ist ja gar nicht, ob du Timo Horn los willst oder nicht. Mein Punkt ist, dass du mit so Leuten wie Tschichos und Horn, die ja beide Stammspieler sind, Führungsspieler und so Säulen in der Mannschaft sind, mit denen wirst du niemals höher stehen als Platz 14, jetzt im Moment. Er hatte mal eine stärkere Phase, ne? Und das war ja auch die Opa-Saison, als er dann nachher wieder für Kessler reinkam, da war er auch gut. Aber das haben wir jetzt schon 10-mal erörtert hier im Podcast. Seitdem entwickelt er sich zurück und macht den Schritt nach vorne nicht mehr. Vielleicht kann ja Gospodajek auch was aus ihm rauskitzeln, weil er nochmal einen ganz anderen Impuls setzen wird als Bratwurst-Andi. Aber ich bleib dabei, es ist die gelebte Ambitionslosigkeit, wenn du seit 2011 da denselben Spieler irgendwie durchziehst, der nicht besser wird seitdem, im Gegenteil. Und der ja sogar im höheren Alter, wenn er mal irgendwann nicht mehr 27, 28, sondern 32, auch die Reflexe so ein bisschen einbüßen wird. Und dann bleibt ja gar nicht mehr viel. Der hat noch Vertrag bis 2023. So. Das heißt, nächstes Jahr musst du dich entscheiden, verlängern oder verkaufen. Du kannst ja da nicht sagen, wir lassen den Ablöse freigehen. Das wäre ja quasi der Worst Case dann. Das heißt, nächstes Jahr wird Timo Horn am Scheideweg stehen. Das heißt, für ihn ist die Saison jetzt eigentlich die wichtigste der abgelaufenen Zeit, weil er jetzt hier den klammen FC davon überzeugen muss, seinen Vertrag zu verlängern. Und normalerweise werden ja Vertragsverlängerungen auch wiederum mit Gehaltsaufstockungen verbunden. Und für mich wäre die Antwort klar, ich würde gucken, ihn jetzt spätestens 2022 für seine gesamten dann 11 Jahre hier zu danken, ihm Strauß Blumen zu geben und sagen, tschö, sieh jetzt zu. Lass deine Berater aktiv werden. Hier Sports Total soll mal ein bisschen was tun für ihr Geld. Die sollen dir einen neuen Verein suchen. Und dann geht er halt nach, was weiß ich, Portugal. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube halt nicht. Also, ich muss anders anfangen. Ich glaube halt, dass das eine Position ist, also der FC ist sehr klamm. Wenn wir Geld hätten, hätten wir wahrscheinlich auch schon Spieler verpflichtet. Haben wir nicht, weil wir keine Knete haben. Wir haben für keinen Spieler Geld ausgegeben, den wir verpflichtet haben, sondern alle ablösefrei verpflichtet. Also kein Geld an abgebende Vereine gezahlt. Also Handgeld und Konsorten lasse ich mal raus, weil das weiß keiner von uns. Ich glaube, dass der Schwäbe-Transfer okay ist, weil du, wenn du einen ambitionierten Keeper holst, dann kommt der nur zu dir, wenn er auch spielt.
Und Timo Horn für das Geld als Nummer 2 auf die Bank zu setzen. Ich glaube, dann hätten wir nämlich das Problem, du hast dann einen sehr, sehr, sehr gut bezahlten zweiten Keeper. Du hast wahrscheinlich einen ganz gut bezahlten ersten Keeper. Und dann hast du zwei gute Keeper, aber keinen, der vor der Tore macht. Hast du jetzt halt auch nicht, ne? Also ich meine, du musst ja immer überlegen, das Geld, was du ausgibst, kannst du, also können wir Stand jetzt nur einmal ausgeben. Auf welcher Position würdest du es zuerst ausgeben? Also, wir haben doch vor hier unserer Saisonöffnungsfolge die Umfrage gemacht, auf welcher Position seht ihr den größten Bedarf? Ich glaube, der wenigste Prozentteil hat Tor gesagt. Ja, ist richtig. Ist ja auch und, so. Ne, also genau das Bedarf. Ist es ja. Genau das ist es ja. Also, wenn der FC jetzt, ich weiß auch nicht, wen der FC hätte verpflichten können. Ich glaube, da wurde auch gar nicht versucht, jetzt eine neue Nummer zu suchen. Nein, genau. Und jetzt auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, dass der Schwäbe sich nicht genauso auf die Bank setzen wird, um sich bei uns weiterzuentwickeln, wie der Zieler, sondern der wird schon versuchen, Druck zu machen und zu sagen, ich möchte spielen. Aber ich hatte vorher von dem jungen Mann nichts gehört. Also ich kannte ihn nicht. Und er ist auch schon 26. Ich weiß nicht, wie gut der als Torwart ist. Ich denke aber ich gehe davon aus, dass Timo Horn da weiter die Nummer 1 ist. Und wenn da nicht mehrere Katastrophen passieren am laufenden Band, wird sich da auch nichts dran ändern. Und deswegen ist es, glaube ich, relativ müßig, jetzt darüber zu diskutieren, was der mal machen könnte, weil es wird einfach nicht passieren, dass der jetzt sozusagen abgesägt wird oder ausgetauscht wird. Also daran glauben wir auch nicht. Ne? Ob es sinnvoll ist, denke ich schon. Also es gibt bessere Torhüter für den 1. FC Köln als Timo Horn in der wahrscheinlichen Form, in der er jetzt sein wird. Wenn man von allem ausgeht, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Aber wird jetzt einfach, also würde ich jetzt nicht so viel nicht so rein investieren, weil wird nichts passieren. Wird aber nicht passieren. Nein, glaube ich auch. Nö, glaube ich auch nicht. Also ich habe ja nur gesagt, ich würde, wenn ich selber was zu sagen hätte, das so sagen. Ich glaube nicht, dass es passieren wird. Das ist, ne, ja, vollkommen richtig. Nee, an Timo und auch an Tschicho, es traut sich einfach keiner ran bei uns, aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht verstehe. Ja. Vielleicht wirklich, weil sie Angst haben, dass dann Kapital auf der Bank verschimmelt. Ich weiß es nicht. Ich habe ja von Baumgart gehört, er würde sich nicht für Namen interessieren und nach Leistung aufstellen. Insofern muss Timo da Leistung bringen. Ich habe ja gerade auch schon dargelegt, dass es sein entscheidendes Jahr für ihn ist. Wenn er so spielt wie in der Rückrunde, habe ich auch kein Problem damit. Ich glaube einfach nur, wir werden da im Baumgart-Fußball große Probleme auf ihn zurollen sehen. Ja, aber dann ist es ja gerade Haare bekommen, das stimmt schon. Aber ich glaube, gerade dann ist es vielleicht ja auch gut, einen Torhüter zu haben wie Schwäbe, der zumindest jetzt schon ein Pflichtspiel für uns gemacht hat. Ja, klar. Ich finde überhaupt gut, dass er mal im Pokal ran darf. Ja. Ich habe mich immer gefragt, warum das nicht einfach gang und gäbe ist bei allen Bundesligisten. Damit die Zweiten auch ein bisschen Spielpraxis sammeln können einfach. Aber das ist gut. Ich glaube, das Argument ist, dass man Angst hat, dass dann alle nach dem zweiten Torwart schreien, wenn der da gut spielt und der Erste ein bisschen wackelt. Wird ja hier auch passieren, logischerweise. Ja. Aber ich denke, alleine weil er scheinbar gut bei Elfmetern ist, ist ja Schwäbe auch genau der Richtige für Pokalspiele, wo du öfter ja die Wahrscheinlichkeit haben wirst, einen Elfmeter halten zu müssen im Elfmeterschießen. Jo. Ja, wir werden es sehen. Ich bin gespannt, wie viel Leistungsklima wirklich Baumgart da reinbringen wird und ob er sich traut, da heilige Kühe abzusägen. Jo, dann haben wir, glaube ich, jetzt die Hörerfragen, soweit sie kamen, beantwortet oder ganz elegant eingebaut. Eine letzte gibt's noch vom B. Ferma, die passt jetzt so ein bisschen in das Vorschau-Segment auf das Spiel gegen Hertha. Wer soll verhindern, dass Davy Selke uns ein Tor einschenkt? Der Fußballgott. Keine Ahnung. Vielleicht Pal Dardai, indem er ihn gar nicht aufstellt.
Ich glaube, der. Ich glaube, der ist da gerade, ne, wieder im Durchbruch. Der hat Aufwind. Ja. Ja, genau. Ja, keine Ahnung, Timo Horn. Dann doch. Ja, hoffentlich. Wer soll es verhindern? Ja, aber es riecht schwer danach, dass der seine Frühform jetzt bei uns dann nochmal bestätigt und danach nie wieder ein Tor macht. Vielleicht bis zum Rückrunden auf. Ein bisschen Rückspiel, genau. Ja. Das riecht. Ich wäre schon sehr froh, dass Ibisevic keinen Spielschein mehr hat. Ich glaube, in der Tat, er hat, glaube ich, letztes Jahr für Bremen auch in den ersten Spielen gut gespielt und, glaube ich, ein Tor gemacht und danach wissen wir ja, wie das dann ausgegangen ist für den guten das Davy. Kann sein. Davy. Ja. Die Hoffnung ist immer noch, dass wir irgendwie es hinbekommen, mal nicht alle Chancen zu verballern, einfach mehr Tore zu machen als der Gegner. Weil wir auf Gegentore müssen wir uns auf jeden Fall einstellen. Allein aufgrund des defensiven Personals, das wir schon durchgekaut haben, als auch mit der Spielweise, die ja auch nach vorne gehen soll. Yep. Wir müssen einfach darauf hoffen, dass es vorne jetzt ein bisschen besser klappt, würde ich sagen. Wir haben ja jetzt gar nicht drüber gesprochen, Marco. Haben wir einen Einspieler für Herrn? Nein. Gut, dann werde ich jetzt einfach nur wiedergeben, was mir mein Chef heute erzählt hat. Der ist nämlich leidenschaftlicher Hertha-Fan. Und der ist da im Verein, glaube ich, ganz gut drin, was so die Thematiken angeht. Ohne Gewehr. Ich habe das nicht Fakten gecheckt. Ne? Ist mein Vorgesetzter, den werde ich nicht versuchen, klug zu scheißen. Also er hat mir erzählt, dass Hertha er wusste die genaue Zahl nicht, aber seit 9 Jahren oder so, ihr Pflichtspiel am ersten Spieltag nicht mehr verloren haben, also ihr Auftaktspiel nicht verloren haben. Das klingt schon mal mindestens nach einem Unentschieden oder Sieg für Hertha. Er sagt ja, die Mannschaft sei besser geworden im Vergleich zum Vorjahr. Die haben natürlich halt den uns allen hier bekannten John Cordoba abgegeben, was ich persönlich immer als Schwächung empfinde. Also ich verstehe nicht, wie man freiwillig sich von John Cordoba trennen kann. Das ist mir ein völliges Rätsel, wenn man nicht geldmäßig darauf angewiesen ist. Ja, aber auf jeden Fall ist der weg. Dafür haben sie ja ein bisschen zugeschlagen auf dem Transfermarkt. Ich sage mal so, Geld ist ja nicht das große Problem von Hertha BSC. Die haben Suat Serdar, ne, von Schalke geholt, der auf Anhieb da anscheinend eine Stammrolle einnimmt. Die haben Prinz Boateng geholt, der ja bestimmt für das Mannschaftsklima so intern wichtig ist. Marco Richter, auch noch bekannt, weil er bei uns ja hier auch mal im Gespräch war. Dann haben sie hier den Stürmerveteran Stevan Jovetic geholt. Und natürlich kam Selke eben zurück. Und noch so ein paar kleinere Transfers, die ich hier nicht aufzählen werde. Was, glaube ich, das Ziel von Freddy Bobic war bei Hertha BSC und auch noch sein Ziel ist, er möchte gern, dass jeder in der Mannschaft Englisch oder Deutsch spricht, habe ich gehört. Und deswegen ist zum Beispiel auch der Cordoba-Transfer wahrscheinlich zu erklären, da wir alle wissen, dass Cordoba das eben beides nicht tut. Und insofern hat man gesagt, der hat vielleicht Qualität, aber er leider passt ja nicht mehr in diese neue Philosophie rein, was ja vielleicht bei anderen Stürmern da vorne eher der Fall ist. Keine Ahnung, wie gut die Deutsch sprechen. Marco Richter auf jeden Fall, kann man von ausgehen. Deswegen soll man wohl auch noch Mateusz Kunja abgeben. Aber ich denke mal, Hertha ist so eine Mannschaft, wenn du die schlagen kannst als Köln, dann am ehesten jetzt, wo sich dieser ganze Wechsel, Arien, Geschichten, Dingsbums da noch nicht gefunden hat, wo noch nicht jedes Zahnrad ins andere greift und wo noch viel im Argen liegt, weil die auch kaum Zeit hatten, sich einzuspielen und so. Das könnte uns vielleicht zu Pass kommen, dass ja bei uns, wie ihr gerade schon gesagt habt, überhaupt keine Neuzugänge in der Startelf stehen, außer Hübers, oder zu erwartenderweise nicht in der Startelf stehen werden, wenn wir gerade Uth jetzt mal nicht als Neuzugang kategorisiert haben. Ja, und dann ist ja eigentlich klar, dass wir eingespielter sein sollten als Hertha. Vielleicht liegt ja darin auch der Mutmacher für das Spiel gegen Hertha. Oder? Was sagt ihr? Ja. Da kann man sehen, der erste Spieltag ist ein bisschen wie letzte Spieltage. Da kann immer noch alles Mögliche passieren. Jetzt nominell ist, glaube ich, Hertha tatsächlich besser aufgestellt als wir. Und wenn die sich jetzt über die ersten Spiele, wenn wir nicht am ersten Spieltag gegen die spielen würden, sondern am 10., wenn sich dann der Dardai-Fußball da eingerenkt hat, dann würden die ja sehr stabil stehen und dann hätten wir wahrscheinlich große Probleme. Hast du schon recht, dass der erste Spieltag wahrscheinlich dann eine Chance für uns ist, dass wir irgendwie
da dagegen halten und dann das Glück auf unserer Seite haben. Ja. Schwierig. Schwierig. Also, das ist ja genauso wie erste Runde Pokal. Du weißt gar nicht, was dich da erwartet. Das kann natürlich auch kolossal in die Hose gehen. Aber ich sag mal so, in den letzten Jahren haben wir gegen die Hertha ja meistens nie ganz schlecht ausgesehen. Also, warum nicht mal wieder so ein schönes 5-0 oder so? 5-0 Sieg. Nehme ich mit. Nein, aber schwierig, schwierig. Also ich halte Hertha für, also auch schon letztes Jahr habe ich das gedacht, was macht diese Truppe da unten im Abstiegskampf? Also auch von dem, was die da an Kohle rausblasen, Jahr für Jahr, das ist ja schon noch auf einem anderen Niveau und auch das, was die verpflichten, hat ein anderes Niveau und wie gesagt, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob das mannschaftsintern immer so hundertprozentig war. Und das Spiel geht bei 0-0 los. Und warum sollen wir denn nicht mal das Team sein, was eine guten Saisonstart hinlegt? Ich glaube, da haben wir heute schon ordentlich lange drüber geredet. Ja, aber das ist ja wie bei so einer Generalprobe. Die Generalprobe kann ja auch total in eine Kürze gehen und dann der Auftritt grandios werden. Also dann sehen wir gut aus, das stimmt. Der FC ist immer dann gut, wenn ich nicht mehr mit ihm rechne und ich rechne nicht. Ja. Also machen wir uns doch nichts vor. Diese Saison kann es auch primär wieder nur darum gehen, die Klasse zu halten. Ja. Und das wird schwierig. Das wird wahrscheinlich auch wieder bis relativ zum Schluss eng werden, im Normalfall. Und demnach kann ich jetzt mich hier nicht hinstellen und sagen, hauen wir die Hertha erstmal weg und dann gucken wir mal, wer danach kommt. Also das wird eine brutale Saison und wer weiß, was dann noch alles passiert beim FC. Abgänge, Neuzugänge. Also ich glaube nicht, dass der Kader schon final der ist, der zum Redline Day Dingsbumskirchen dann final am Ende da steht. Glaube ich nicht. Nochmal ganz kurz vielleicht der Blick auf die Testspiele von Hertha. Ganz spannend eigentlich. Die haben eine total interessante Vorbereitung gespielt. Die haben unentschieden 4-4 gegen Hannover 96, 2-2 gegen St. Pauli und 1-1 gegen VfB Lübeck gespielt. Und dann haben sie einfach mal 4-3 gegen Liverpool gewonnen. Und das war nicht die CL von Liverpool. Das war nicht über uns gegen Bayern. Ne? Da haben schon Mané, Salah, Naby Keita, James Milner, Ibrahima Konaté, Joel Matip gespielt und Trent Alexander-Arnold. Also es war jetzt nicht die B11, also so die 1A.2-11 wahrscheinlich. Oxlade-Chamberlain wurde noch eingewechselt, also war jetzt nicht so das unterste Regal. Ja, wobei so Testspiel... Moment, gar nicht fertig. Ja. Dann haben sie noch gewonnen gegen Riyad hier aus Saudi-Arabien und gegen einen türkischen Verein 3-0 gewonnen, im Pokal 1-0 gegen Meppen. Jetzt darfst du. Ich glaube, so Testspiele sind halt ein Muster ohne Wert. Die Frage ist ja immer, in welchem Stadium bist du, wenn du gegen diese Teams spielst. Also guck mal, wir haben ja auch immer zwei Testspiele hintereinander gemacht. Also Freitag, Samstag, Samstag, Sonntag. Da hast du am zweiten Testspieltag, wahrscheinlich wenn du eine Woche Kondition gebolzt hast, nicht mehr die Beine für 90 Minuten. Und das ist ja auch genau das Ansinnen, da ein bisschen was rauszukitzeln, über diesen letzten Meter hinauszugehen oder mal zu gucken, wer kann denn da noch mal ein bisschen länger machen. Und ich weiß nicht, wie weit Liverpool in deren Vorbereitung ist. Die werden ja noch mehr Spieler irgendwie unterwegs gehabt haben und dementsprechend halte ich das für nicht so aussagekräftig. Nein, ist es ja auch nicht. Es ist einfach nur eine Information, da wir keinen Einspieler haben, wie die Vorbereitung gelaufen ist. Ja, guck dir das Spiel gegen Meppen an. Also das sollte uns jetzt keine Angst machen. Nö, ja, also wahrscheinlich geht es dann
das wie Spiel so wie so ein Sonntagsspiel so ausgeht. Wahrscheinlich geht es ja 0-0 aus. Ja, das Spiel sollte insofern zumindest die Sinne schärfen, dass wir bis zur 91. Minute durchverteidigen. Ja. Das ist das. Ja, idealerweise auch ab der ersten Minute an. Ne? Ja, also, gut, hat Mappen ja gemacht anscheinend. Also insofern, ja, ja klar, also es wäre gut, wenn wir einfach mal diese frühen Gegentore vermeiden würden. Gerade weil Hertha ja auch die Spieler hat, die beim Kontern dir wehtun können. Ne? Dilrosun, Luke Bacchio sind ja nun beides sehr schnelle Spieler. Selke ist ja auch überraschend schnell für seine Körperausmaße. Askar Sibar im Zentrum ist ein schneller Spieler. Die haben immer noch Lukas Klünter auf der Bank. Also klar, die können dir auf jeden Fall wehtun. Und natürlich musst du immer gucken, dass der Prinz Boateng keinen wichtigen Spieler aus Versehen aus der Saison raustritt. Unfälle passieren. Soll mal passiert sein, ja. Mal passiert sein irgendwo. Ja, also ich erwarte da auch schon von diesem Mittelfeld mit Askar Sibar, Serdar und Boateng, erwarte ich schon ein physisches Mittelfeld. Also die werden schon ordentlich körperlich dagegenhalten. Deswegen macht es vielleicht auch Sinn, dass du Özcan da durchaus mit reinwirfst, auf irgendeine Rolle. Alleine, weil ich glaube, dass der da körperlich besser gegenhalten kann als vielleicht Florian Kainz. Vielleicht eher auf der 8 als auf der 6 und dafür dann Skiri auf die 6 stellen. Und dann müssen wir gucken, was man mit Kainz macht, ob man ihn woanders hinstellt oder von der Bank kommen lässt. Würdet ihr an der Aufstellung irgendwas noch ändern für das Hertha-Spiel jetzt auf Kölner Seite? Also Timo kommt zurück ins Tor, da steht, glaube ich, schon mal fest. Ja. So, rechts. Wir haben keinen, ne? Nee. Also du kannst dich entscheiden zwischen Easy oder Benno. Ja. Also jetzt, was wir machen würden oder wovon wir ausgehen, was passieren wird, wie es aussehen wird. Ich glaube, es wird defensiv genauso aussehen, wie es jetzt ausgesehen hat. Das denke ich nämlich auch. Vielleicht Merit rein. Glaube ich nicht. Ich glaube auch, es bleibt exakt so die Viererkette, wie wir sie gesehen haben. Wieso Merit nicht? Also einfach. Ja, ich glaube einfach, dass jener Spiel nicht genug Grund gegeben hat, was zu ändern. Ja. Vielleicht war es auch eine Sache, dass man gesagt hat, der eine spielt hier, da und dann. Der Partner von Sichert wechselt dann von Spiel zu Spiel. Ja, mein Gefühl Partner ist auch, von Sichert, wenn ich das schon höre, ey. Ja, treibt mir die Tränen in die Augen. Hätte ich was zu sagen, würden Hübers und Miri beide spielen und Sichert nicht, aber wir wissen ja schon, dass ich nichts zu sagen habe inzwischen. Nee, aber ich finde auch in den Testspielen hat man gemerkt, dass Hübers die Nase ein bisschen vorn hat. Vielleicht auch, weil er ein kleines bisschen schneller, ein kleines bisschen kopfballstärker ist. Und weil man halt eben für den Spielaufbau dann eher Skiri betrauen würde. Das nimmst du jetzt aber vorweg. Das war noch bei der Abwehr, aber du meinst, ja, Skiri kommt wieder. Ja, ich glaube, dass Skiri sich auf jeden Fall seinen Platz verdient hat. Außer da steht ein Transfer vor der Tür. Ne? Dass du dann sagst, der muss geschont werden, dass er sich nicht verletzt, dass der Boateng den nicht kaputt macht, weil der wird jetzt nach Aston Villa transferiert oder sowas. Dann spielt er nicht. Aber wenn alles normal läuft, glaube ich, wird Skiri auf die 6 rotieren. Hector bleibt immer gesetzt in diesem Spiel. Uth bleibt auf der 10 und dann vielleicht wirklich, wie ich schon gesagt habe, Sully auf die andere 8 wegen der Körperlichkeit des Mittelfeldes, der Hertha. Und ich glaube, vorne bleibt es genau, wie es ist. Modeste und Thiemann. Ja, oder halt andersrum von Anfang an, je nachdem. Ich glaube, das hat er noch nicht im Köcher von Anfang an. Glaube ich auch nicht. Ja. Ich glaube auch, dass man... Das ist für mich halt auch immer eine Wundertüte, ob er jetzt spielt oder nicht. Ich glaube, die tun gut daran, jetzt auf Modeste zu setzen, weil der zumindest fit zu sein scheint. Ja. Hat jetzt gegen Jena nicht so die ganz großen Abschlüsse gehabt, aber zumindest hat man bei ihm, was ja auch nicht immer der Fall war, die Bereitschaft gesehen zu rennen, anzulaufen. Das finde ich schon viel wert bei ihm. Also, er hat ein paar ganz gute Kopfbälle ausgepackt. Ja, das stimmt. Die sind ja immer wie Schüsse bei ihm, die Kopfbälle. Da habe ich auch die Hoffnung, wenn da mal einer reingeht, dass wir dann so langsam wieder... Genau. Lass den mal so ein, zwei Tore machen, dass wir dafür den alten Modest sehen und nicht den jetzt schon so bekannten schlechten Modest. Die Hoffnung stirbt halt echt zuletzt. Wenn wir den alten Modest irgendwann wiedersehen würden, haben wir auch direkt eine Sorge weniger im Leben. Ne? Dann, ich sag mal, der alte Modest macht ja in so einem Baumgart-System da schon 7 bis 10 Tore irgendwie. Hoffe einfach alle, dass es so kommen wird. Aber ihr glaubt auch, dass das links da weiter Benno ran da finden. Und ich doch vielleicht Katterbach sein Comeback feiern wird. Der Kicker schreibt sogar Hector auf die Linksverteidigerposition. Ja, der Kicker. Nee, glaube ich nicht. Das heißt, ich denke, das wird mal weniger saufen.
Ich habe immer noch vor Augen dieses Spiel, wo wir da 4-5-0 gegen Hertha verloren haben, wo der Dilrosun mit Benno Selke den auf den Hosenboden gesetzt hat. Ja. Nee, aber ich glaube, dass die beiden Außenverteidiger bleiben jetzt erstmal so. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, das Spiel hat da jetzt nicht so viel, weil du halt auch kein, ich sag jetzt mal vorsichtig, bis auf Katterbach da hast. Du hast keinen, der es adäquat spielen kann. Ja. Und ich glaube halt nicht, dass Hector zurückgezogen wird. Glaube ich auch nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Also auch da, die Geschwindigkeit ist da sicherlich für 90 Minuten auch nicht mehr so. Ich glaube, dass eher dass der Trainer ihn weiter vorne haben will. Glaube ich. Ja, also ich glaube auch, Hector kannst du auf die Linksverteidigerposition dann ziehen, wenn du wieder, wie ich schon mal sagte, in 1-0 Rückstand bist, der dann mehr so Mittelfeldspieler von links aus starten. Hat er, glaube ich, im Pokal sogar auch gespielt. Ne? Ja. Als dann irgendwann, glaube ich, ja, Benno ausgewechselt wurde. Und dann war ja so ein bisschen diese Philipp Lahm-Rolle, wie der den Linksverteidiger interpretiert hat. Easy. Ja. Schmitz hat durchgespielt. Das kann sein. Ja. Ja, also genau, ihr wisst, was ich meine. Das hat, wenn Not am Mann ist, kannst du ihn da hinten hinstellen, wenn eh egal ist, ob jetzt, oder wenn du quasi alles oder nichts spielst, kannst du Hector da hinstellen mit der Aufgabe, mit der Jobbeschreibung von dort vorne ausrichten. Zu ziehen. Ja. Genau. Und dann einen weiteren Mittelfeldspieler zu spielen. Ja, kannst du machen. Von Anfang an würde ich ihn da aber auch nicht hinstellen gegen die beiden schnellen Außenbahnspieler von Hertha. Jo, gut, ich glaube, wir haben das soweit. Dann schulden wir euch noch den Stand der Saisonwette. Ja, über das schöne 2G, 3G-Thema, das lassen wir heute. Ach so, habe ich vergessen. Ja, das machen wir doch noch gleich. Ja? Doch. Oh nein. Doch. Du musst ja nicht, also wenn du nicht willst, bist du natürlich gerne, also kannst du gerne auch nicht dazu was sagen. Auf jeden Fall sage ich was dazu. Wir gehen auf jeden Fall noch mal kurz unsere Saisonwette durch, bevor wir dann in das ernste Thema einsteigen. Tore Modest. Null. Zu null gespielt. Nein, leider auch nicht. FC Frauenklassenerhalt kommt ja erst am Ende der Saison. Steffen Baumgart gelb. Nö, nicht der Fall. Ich sag mal, ganz ehrlich, auch nicht gefallen. Nee, heute nicht. Hast du darauf geachtet? Oder? Ich habe darauf geachtet. Gut. Ja, dieses Geld werde ich mir so sparen. Machen wir uns mal nichts vor. Das ist das Neue. Ja, das stimmt. Psst. Ich nenne es nicht auf so Ideen. Er hat eine Ersatzphrase gefunden, ja. Aber wir haben ja noch den Optionsding hier Einsatz eines U23-Spielers. Und da müssen wir jetzt mal gucken, wer da gespielt hat aus der U23. Thielmann. So. 1 Euro. Tillmann und Lemperle. 1 Euro. Was ist denn mit Sally? Der ist 23. Zählt der? U23. Also unter. Ja, ich weiß immer nicht, da bin ich immer nicht im Bilde, wann man da qualifiziert ist. Wann das muss ja Marco U23. U23. also von mir aus, jetzt, komm, nein, zähl ihn mal dazu. Wenn es jetzt ist, musst du es die ganze Saison halt durchziehen. Ja. Ne? Also, komm, zähl ihn dazu. Okay, dann sind wir bei 3 Euro insgesamt. Das können wir uns gerade noch leisten. Ja. Lemperle, Özcan und Thielmann. So. Okay, sonst hat da keiner irgendwie, ne? Ansätze für 23 geboten. Easy Boe, Hübers, Zichos, Schmitz, Özcan, Kainz, Hector, Utsch, Modest, Skiri, Anderson, Duda, Schaub. Nee. Okay, dann. Wir sind mit 3 Euro dabei, das ist ja noch verschmerzbar. Okay, ja, jetzt hast du aber gerade schon angeteasert, Moritz, dass wir noch ein ernstes Thema auf der Agenda haben, was mir jetzt fast durchgerutscht wäre. Insofern bin ich dankbar, dass du heute da bist und mich daran erinnert hast. Ich möchte noch zum Ausdruck bringen, was die AfD gerade getwittert hat. Oh Gott. Alles, was gegen die AfD geht, ist ja immer sehr, sehr gut und sehr, sehr zu begrüßen. Die haben sowas geschrieben, sinngemäß wie: gerade eben noch unbescholtener Bürger. Warte, ich habe den Originaltext, Augenblick. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er gerade weggesprungen, verdammt. Jetzt hat sich gerade der Twitter-Feed aktualisiert. So, da ist es wieder. Also, die AfD-Fraktion NRW postet, oder hat ein Bild gepostet, wo steht: erster FC Köln verhängt Stadionverbot für Ungeimpfte. Heute treuer Fan, morgen Aussätziger.
Also, das ist ja halt schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind mit der Entscheidung. Ja, ich denke auch, alles, was gegen die AfD geht, ist schon mal immer richtig und begrüßenswert. Trotzdem aber kurz im Kontext, wenn Leute das nicht mitbekommen haben sollten. Der erste FC Köln lässt ab dem zweiten Heimspiel, also nicht jetzt schon gegen Hertha, sondern dann zwei Titel später, nur noch Geimpfte und Genesene ins Stadion. Das heißt, die Möglichkeit, sich als nicht geimpfter Mensch mit einem Corona-Test sozusagen reinzutesten ins Stadion, entfällt damit. So. Das ist natürlich eine Diskussion oder eine Entscheidung, die für viele Diskussionen gesorgt hat. Man muss dazu noch sagen, es gibt Ausnahmen. Und zwar gilt diese Regel, die ich gerade genannt habe, nicht für Jugendliche und Kinder von 6 bis 16 Jahren. Denn für die gibt es noch kein Impfangebot, oder gab es zu dem Zeitpunkt noch kein Impfangebot. Und für Leute, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, gibt es auch kein, gilt die Regel auch nicht. Die müssen aber einen Attest oder eine Bescheinigung vorlegen, dass dem so ist. Wer einfach nur das Impfen verweigert, kommt damit nicht mehr ins Stadion des FC rein. Ja, wie findet ihr das? Es ist eine sehr, also konsequente Entscheidung, wenn man jetzt als erster FC Köln dann dort bei den entscheidenden Personen der Auffassung ist, dass Impfen der beste Weg ist, erstens die ganze Pandemie in den Griff zu bekommen und zweitens auch auf Eigennutz, dass man wieder größere Veranstaltungen auf hinbekommt. Und wenn man dann darauf hinwirkt, dass das zu unterstützen, indem man den Anreiz setzt, die Impfung zur Voraussetzung zu machen für den Besuch und gleichzeitig sogar noch ein eigenes Impfangebot dann auf die Beine stellt, dann macht das für mich schon Sinn, das so zu machen. Und ich glaube, ganz pragmatisch wird dann, glaube ich, auch gesagt, wir bekommen halt auch mit Geimpften das Stadion voll und dann hat man da das geringere Risiko und kann das sozusagen so durchsetzen. Das heißt, du sagst gerade wirtschaftliche Überlegungen. Dürfen dann mehr Menschen rein, wenn sie geimpft sind? Oder wie muss ich das verstehen? Also 10 Geimpfte nicht mit quasi. Nee, ich denke nur, es gab ja mal Zeiten, da hätte man gesagt, es können nur Geimpfte reinkommen und dann hätte man nur ein paar ins Stadion bekommen können. Mittlerweile gibt es, glaube ich, genug Interessenten, die auch schon den Impfschutz haben. Also man kann die Auslastung, die man genehmigt bekommt, auf jeden Fall mit geimpften Personen voll bekommen. Insofern hat man da, schießt man sich ja nicht in den Fuß, dass man sagt, man findet nicht genug Menschen, die ins Stadion kommen. Jetzt mal ganz pragmatisch. Aber wichtiger ist mir da eigentlich, dass darauf hingewirkt wird, dass Impfen der sinnvolle Weg ist und man das auch so konsequent umsetzt, dass man dann auch sagt, dann nehmen wir auch nur Geimpfte ins Stadion, weil die Impfung der sinnvollste Weg ist, um die Pandemie oder um die Ausbreitung einfach einzudämmen. Marco, dein Hot Take, sag mal ganz ehrlich. Ich sag's nicht ganz ehrlich. Also, ich finde es grundsätzlich nicht verkehrt. Ich verstehe allerdings nicht, also ich verstehe, was der FC damit bezwecken möchte. Zu sagen, uns ist die Impfung wichtig, aber ich finde, den Weg hätte man sanfter gestalten können. Ich finde, man hätte sagen, ich finde, das ist halt ein ganz schwieriges Thema, weil ich halt glaube, das sollte jeder für sich selber entscheiden, ob, also ich bin doppelt geimpft, also ich bin jetzt hier nicht so ein Schwurbler, der irgendwie sagt, ich lasse mich nicht impfen, weil dann kriege ich keinen Chip oder was auch immer oder keine Ahnung was, gibt ja sonstige Konstellationen oder wir alle sterben dann im Oktober, ja, dann ist das halt so. Ich tue mich immer damit schwer, wenn man das als Restriktion auferlegt, um irgendwas zu machen. Weil was der FC sagt jetzt, ja, uns ist das wichtig, sich impfen zu lassen. Ja, aber
weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Weil also ist, meint, ihr, meint ihr etwa, also, ich, also der, wenn der FC damit bezwecken will, dass sich mehr Leute impfen lassen, glaube ich nicht, dass dieses Ausschließen der Ansporn dafür ist, sich impfen zu lassen. Weil die Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, die sagen jetzt, ja, dann trete ich aus dem FC aus. Ja, sollen sie tun, das ist mir auch scheißegal. Ne, also das ist jetzt mir egal, aber ich sehe nicht den Effekt dieser Kampagne oder dieser Idee dahinter. Also, man muss dazu noch ergänzen, dass vor dem Stadion Impfmobile stehen sollen. Ne? Also genau, dass nochmal der Anreiz quasi geschaffen werden. Ja, aber wenn du, auch da ist die Frage, also ich hab mir das ehrlicherweise noch nicht in Gänze durchgelesen. Heißt das, du musst geimpft sein und die Impfung muss 2 Wochen her sein, weil dann ja, ist das Impfmobil Fall. Ja auch vor dem Stadion, bringt dir auch nichts, weil wenn du zum Stadion gehst und gibst dir die 2. Impfung am Stadion, dürftest du ja trotzdem nicht rein. Ja, nee, ich glaub, nicht die direkt dann. Die Infektionen laufen, glaube ich, auch nicht nur während des Spiels. Training Marco, und. Ja. Marco, ganz kurz, ich glaube, du hast es gerade falsch verstanden. Die stehen jetzt am ersten Spieltag vom Stadion. Ach so, okay. Und dann ist am dritten Jahr die 14 Tage fest rum. Wenn es Johnson Johnson gibt, wäre es ja nicht. Ah, okay. Ja, okay. Das stimmt. Du könntest theoretisch beim ersten Spieltag dich impfen lassen und dann bist du ja. 2 Wochen später. Wollen auch sogar Einkaufsgutscheine und Fanartikel verlosen und allen sich da impfen lassen. Ja. Die Bratwurst quasi. Die geben da schon in dem Sinne Gas, was sie sagen, dass sie das auch aktiv unterstützen. Ja, ich finde es aber auch besser, als wenn sie es nicht tun würden, ehrlich gesagt. Also, wir werfen dem FC doch immer vor, keine Haltung zu haben. Und quasi alles zu machen, weil es irgendwie wirtschaftlich ist oder weil es mehr Geld bringt oder so. Ich glaube, es brächte mehr Geld, jeden reinzulassen. Glaube ich einfach mal. Weil dann hast du einfach eine größere Zielgruppe, die da reinkommt. Aber da bin ich bei Moritz. Wir haben noch eine Auslastung von wie viel dürfen in Stadion? 20? Ich weiß nicht. 20. Sagen wir einfach mal, selbst wenn 50% in Stadion kommen, dürften 25.000 in Stadion. Genau das ist das, glaube ich, was der Moritz vorhin gesagt hat. Das Stadion kriegst du doch auch mit Geimpften voll. Ja, klar. Aber bis jetzt läuft doch immer alles drauf hinaus beim FC, also jetzt vor dieser Entscheidung, niemanden irgendwie zu vergrätzen, es allem recht zu machen. Okay, ja. FC ich bin im Mai ins Boot zu holen. Ne? Also da niemand ich bin auch sehr, sehr überrascht von der, wie gesagt, von der Konsequenz des Ganzen. Ja, das klingt nicht nach erster FC Köln, wenn ich ehrlich bin, so eine Aktion. Die aber jetzt das eher ist dann erwartet, höchstens noch die langfristige, dass man wirklich, wie man es immer auch sieht, sagt, wenn wir jetzt hier vor allem im Raum Köln draufsetzen, dass wirklich jede Impfung eine Verbesserung bringt und dann die Inzidenzen nicht so steigen. Und die EM ja auch gewisserweise gezeigt hat, dass Fußballspieler die Inzidenz ja auch nach oben treiben können, ist es ja wirklich auch dem eigenen Interesse, wenn man davon überzeugt ist, dass nur Geimpfte sich am besten ins Stadion kommen. Ja. Das meinte ich damit noch. Ja. Also ich finde es grundsätzlich nicht verkehrt. Ich glaube halt nicht, dass es irgendjemand umstimmt, der sowieso dagegen ist. Ich glaube auch. Der komplett dagegen ist? Ja, nicht dagegen, aber es gibt ja genug Leute, die gar nicht so genau das so alles verfolgt haben. Die wissen gar nicht, keine Lust auf dafür aus dem Haus. Ist doch so ein bisschen wie wählen. Also, es gibt auch Leute, die würden wählen wollen, wenn sie dafür halt nicht irgendwas tun müssten, aktiv. Oder Sonntag von der Couch aufgehen. Ja, Sonntag ist auch undankbar. Muss man aber auch nicht um die Briefwahl vorher. Von allem, was man weiß über die Leute, die nicht geimpft sind, sind von die harten Verweigerern nicht in der Überzahl, sind eher zögerliche und faule oder, und solche. Oder halt einfach auch, also jetzt meine ich jetzt gar nicht böse, aber gerade bei Kindern und Jugendlichen, also ist bei Leuten ab 12 darf sich ein Kind jetzt impfen lassen inzwischen, gibt ja die Impfempfehlung der STIKO für 12 bis 16-Jährige. Da spielt einfach auch eine Rolle, in welchem Elternhaus du aufwächst. Wenn halt Eltern hast, die das gar nicht so verfolgen und denen so ein bisschen egal ist alles und die jetzt Kinder auch nicht sowieso so tief nicht im Thema sind. Genau, der 12-Jährige von sich geht nicht intrinsisch motiviert dahin. Aber jetzt, Papa und Sohn gehen halt zum Stadion, Papa hat sich nicht drum gekümmert bis jetzt und sieht dann da, ja, hier kann mein Sohn sich mal eben so ein Johnson & Johnson da abholen. Dann sagt der bestimmt, ja komm, hier kriegst du noch eine Hennesmütze dazu als Geschenk. Machen wir mal eben, kostet ja nichts. Ist ja schon vor Ort hier, rein, fertig. Also ich glaube, sogar dieses Impfmobil vom Stadion bringt mehr als das Verbot. Ja,
Und ich glaube halt, Fußball ist ja auch jetzt ist natürlich ein Sport für die Breite. Da kommen Menschen wie wir hin, aber da kommen auch Menschen hin, die sich nicht mit dem Thema intensiv beschäftigen und die du einfach dann möglichst barrierefrei abholen musst. Und da ist so ein Stadion schon gut für, weil da kommt ja einfach alles zusammen, was so eine Gesellschaft eben abbildet, auch wenn es nur 20.000 sind und nicht 60. Deswegen glaube ich sogar, das Impfmobil vom Stadion bringt noch mehr. Und wenn du denen dann noch quasi die Banane, die Möhre hinhältst und sagst, heute kommst du noch rein, heute gibt's einen Gratis-Shot, übernächste Woche kommst du nicht mehr rein, also nimm jetzt den Gratis-Shot, ist das, glaube ich, ein Rückschluss, den jeder verstehen kann, zumindest schon mal. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, wie es in NRW oder, also ich gehe jetzt einfach davon aus, dass der Haupteinzugskreis vom FC immer noch dort in Köln und Umgebung ist, wie es da mit den Impfterminen und so weiter aussieht, aber was ich so überblicken kann, kann sich ja auch sonst jeder, der jetzt dann denkt, ach, ich will jetzt zum FC und dann mache ich es halt, auch anderweitig noch eine Impfung besorgen. Klar. Ja, klar. Glaube ich. Also ich habe jetzt nicht den bundesweiten Überblick. Es können ja auch Menschen sich da impfen lassen, die gar nicht zum FC wollen. Ja. Dafür ist nur irgendwie noch keinen Termin bekommen haben oder nicht wussten, wo diese Impfmobile stehen. Da hilft es ja auch, wenn im Express dann drin steht, ja, hier, Impfmobil steht vorm Stadion. Sein, dass da alle, die da in der Ecke wohnen, dann mal schnell vorbeiradeln. Ne? Ja. Ich weiß gar nicht, dürfen Leute rein, die nicht aus dem Landkreis, also aus in Köln wohnhaft sind, ins Stadion? Oder ist das nur so ein Anwohner-Ding? Nein. Es gibt keine Regionsbeschränkung. Denke ich auch nicht, nee. Okay. Ich weiß gar nicht, wie die Karten jetzt verteilt werden. Nee, wenn die jetzt verlost unter noch Dauerkarten. Ja, unter den Dauerkartenmitgliedern, die, glaube ich, erst die verzichtet haben. Ne? Ja. Und die kommen ja potenziell dann, von überall her. Genau, dann normale Dauerkarten und dann Rest, also dann wird es keinen Rest mehr geben, hauen uns nichts vor. Ja. Nee, ja. Aber ich würde zum Abschluss noch sagen, finde ich sehr, also ich bin ja auch ein großer Freund des Impfens, weil ich das einzigen sinnvollen Weg oder gangbaren Weg sehe, das Ganze hier hinter uns zu bringen und freue mich, dass der FC da, wie du auch schon gesagt hast, erstaunlich konsequent das unterstützt. Ja. Wenn du Gegenwind von der AfD bekommst, kannst du tendenziell nichts falsch gemacht haben. Hast du gerade schon mal gesagt, Moritz, wiederhole ich hier nochmal. So ist das. Aber also, witzig finde ich, ich habe gerade irgendwo so quer gelesen, dass mein Lieblingsverein der Bundesliga, die TSG aus Hoffenheim, die warten auf Kuravec. Echt? Die jetzt nein, tatsächlich gesagt haben, dass sie nicht verstehen können, dass man von der 3G abweicht. Ja. Dass die das Maul noch aufmachen. Ja. Dieser Verein hat im Alleingang, die Impfquote um. Das ist schon der nächste Herbst. Penner. Ja. Oh Mann. Du hässliches. Ach. Wir haben im Alleingang uns ein Fünftel um unseren Impfstoff gebracht, quasi, der Menschen vielleicht das Leben gerettet hat. Ja. Und die trauen sich, die Fresse aufzumachen. Das finde ich auch faszinierend. Das ist Wahnsinn. Weil das Geld dann dahin geflossen ist, anstatt nach Mainz zu BioNTech. Ja, weil die halt eingeplant waren auch. Ne? Die haben ja mit jeweils einem Fünftel pro Impfstoff geplant. Ja, gut. Da will ich jetzt nicht diskutieren, ob es was wie schlau ist, dass man da aber jetzt mal wirklich. Ruhig sein und auch nicht kommentieren, was wir machen. Dann musst du einfach als Verein einfach mal konsequent jetzt die Fresse halten. Also auf deren offizieller Homepage stand riesenlanger Text, als das damals war, mit Dietmar Hopp und den Ultras. Und Dietmar Hopp, der möchte hier den Impfstoff und der wird den allen zur Verfügung stellen. Ja. Das ist so ein verlogener Kackverein. Ich würde mich freuen, wenn die mal 6 Wechsel machen würden. Ich hoffe, dass irgendein sehr potenter Verein den Kramaric wegkauft. Dann stehen die da, wo wir stehen, ohne Kramaric. Hast du den Pokal jetzt wieder gesehen? Ja. Die sind genau wie wir quasi damals vom Modest abhängig von denen. Wisst ihr, warum sich der Paderborn-Typ nicht impfen lässt, der Kwasniok? Ich habe nur die Überschrift, aber ich kann da nicht drauf gucken, weil wer? Lukas Kwasniok ist der Trainer von Paderborn. Der lässt sich nicht impfen. Ich kann den Artikel aber nicht lesen, weil Paywall. Und würde gerne seine Begründung dafür wissen. Nee. Interessiert mich jetzt auch nur. Ich wusste gar nicht, wer Trainer in Paderborn ist.
Ja, der neue Steffen Baumgart quasi. Ja, aber jetzt im Ernst, aber was liegt mir ferner als der Trainer von Paderborn? Vielleicht ist auch nur wegen dieser Impfung, vom Padercast, ne? Uns ja mal eine Nachricht da lassen. Das zwischendurch herauszufinden, aber wie gesagt, da kommt immer eine Paywall. Es ist auch nur auf einer einzigen Quelle, anscheinend die neue Ostwestfälische Zeitung. Okay. aber sie zitieren ihn und der Verein sagt, wir respektieren das, also scheint schon korrekt zu sein. Ja, aber ich kann es leider nicht lesen, wie gesagt. Also, wenn jemand Gründe weiß, bitte sagt uns Bescheid. Es würde mich interessieren. Kann ja sein, dass er einen guten Grund hat, wissen wir ja nicht. Ne? Vielleicht hat er irgendwie gesundheitliche Bedenken. War doch immer. Ja. Ja. Eine Kollegin von mir kann sich auch nicht impfen lassen, weil sie leider gesundheitlich angeschlagen ist, wenn Impfungen kommen. Muss man einfach sagen, ist so. Gibt Leute, die können es nicht gesundheitlich. Die meint aber auch niemand, wenn wir hier Kritik üben. Wir reden wirklich nur von Leuten, die körperlich in der Lage sind, aber irgendwelche Gründe haben, die sie vielleicht selber nicht so ganz wissenschaftlich nachvollziehen können. Kommt aus dem Quark. Ja. Es ist nicht schlimm. Auch mal Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer, die es noch nicht gemacht haben, einfach aus Bequemlichkeit bis jetzt noch nicht. Pöppis hoch und impfen lassen, Leute. Bringt doch alles nichts. Und dann alle mal nach Hoffenheim. Ja. Die mal Hoppe beleidigen. Boah, ich werd mich so auf ein Auswärtsticket bringen. Boah, also da sehe ich schon wieder meinen Jahresbonus von der Arbeit davon fliegen für irgendwelche Beleidigungen, ey. Ich hoffe, dass sie dein Lied im Stadion singen. Das wäre so traumhaft. Dietmar Hopp. Wo bleibt der Impfstoff? Ja. Das ist schon das zweite Jahr Herbst. Ja. Der Arsch. Ja. Naja, jetzt wollen wir auch nicht zum TSG Hoffenheim dis Podcast werden. So, ich glaube, dass wir jetzt wirklich alle Punkte abgearbeitet haben, die wir auf der Liste hatten. Ich hoffe, wir haben alle HörerInnen-Fragen beantwortet, aber es waren nur männliche Hörer, insofern brauche ich hier nicht gendern. Alle Hörerfragen beantwortet haben. Und dann würde ich sagen, haben wir 2 Stunden hier auch deutlich länger geredet, als ich das vorher erwartet hätte. Ich dachte, es würde eine kurze Folge heute werden. Das denke ich aber jede Folge. Wie das immer so ist. Das denke ich jede Folge und dann wird es doch nie. Ja. Genau, aber es bleibt uns noch der Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr sagt, das, was der Marco und der Dennis und heute unser Gast, der Moritz, hier machen, finde ich cool. Überlegt doch mal, ob ihr 1-2 Euro bei PayPal rüberschießen wollt. Wie das geht, erfahrt ihr auf trotzdemhier.de/spenden. Da kamen seit der letzten Folge noch mal 34,40 Euro. Vielen, vielen Dank an die Personen, von denen das kam. Da wir nicht wissen, ob wir ihn namentlich erwähnen dürfen, tun wir das hier an dieser Stelle nicht. Aber ihr wisst, dass ihr gemeint seid, ihr beiden. Und ja, fühlt euch geherzt an dieser Stelle. Wer das auch tun will, geht, wie gesagt, auf www.trotzdemhier.de/spenden. Ehren möchte. Die Begründung dafür ist, dass wir laufende Kosten haben, jeden Monat anfallen oder sogar jede Folge anfallen. Zum Beispiel Auphonic Programm, wo man die Folge hier durchjagen kann. Und dann macht Auphonic automatisch Kapitelmarken da rein und schraubt an der Audioqualität. Und wenn ihr vielleicht sagt, okay, Kapitelmarken finde ich super geil, nutze ich total oft und ich bin auch ein bisschen audiophil und mag gute Audioqualität, dann sind das gut investierte Euros, weil wir müssen auch ehrlich sagen, wenn das irgendwann zu teuer wird mit dem Auphonic und das nicht sich durch Spenden koppeln lässt, dann macht es wenig Sinn für uns, da weiter viel Geld reinzubuttern, weil es schon sehr teuer ist, das Auphonic. Sag mal so, wir hören den Podcast ja nicht und stört ja die fehlende Audioqualität nicht. Das ist so. Ja. Insofern ist das ja ein Service. Aber der kostet ein bisschen mehr Geld. Das zahlen wir jetzt quasi alles dasselbe aus eigener Tasche. Ist ja okay, machen wir alles gerne, alles super, soll kein Vorwurf sein. Aber nein, das machen wir nicht gerne. Nur rudimentär gerne. Also wenn uns jemand unterstützt, freue ich mich immer diebisch, weil das meinen eigenen Geldbeutel ein bisschen schont. Ich mache so halb gerne, weil es mir auch ein bisschen Arbeit abnimmt beim Nachproduzieren. Ja. Allein, weil der zum Beispiel auch die Intros und Outros automatisch dran schneidet und so. Das ist dann alles Arbeit, die mir erspart bleibt. Ihr macht es gerne, aber ihr zahlt es nicht gerne. Ja? So sieht das aus. Genau. So sieht das aus. Gut zusammengefasst. Guck. Genau wie der 1. FC Köln. Der will auch gerne die Klasse halten, aber dafür auch kein Geld ausgeben. Das ist genau das Gleiche. Ja, wir sind ja auch der Podcast des 1. FC Köln. Warum soll das bei uns signifikant anders sein? Genau. Die Mannschaft strahlt auf ihre Akkuluten ab. Ja. So sieht das aus. Die Vereinsführung. Die Mannschaft kann nichts dafür. Super. Gut. Also nochmal vielen Dank an die SpenderInnen. Und ja, gerne wieder.
Bei wem ich mich auch ausdrücklich bedanken möchte, ist der Moritz, der heute unser Gast war. Lieber Moritz, vielen Dank, dass du da warst und du hast jetzt noch Gelegenheit, für alles, wo du willst, was dich betrifft, Werbung zu machen, Twitter-Account, Instagram-Account, irgendwelche anderen Projekte oder so. Die Bühne gehört dir. Da gibt es jetzt nichts Spektakuläres zu verkünden. Wir haben ja schon Werbung fürs Impfen gemacht, das kann man ja nochmal unterstreichen. Ansonsten findet man mich auf Twitter, wo ich nicht viel mache, unter, ich glaube, The Only Moritz, weil ich der einzige Moritz bin, aber nicht zu viel erwarten. Genau. Es war mich sehr kurios, als ich beim ersten Mal in deinem Podcast-Auftritt hier auf Instagram verteckt habe, als The Only Moritz, aber ein falscher Moritz. Und was? Dieser einzigartige Moritz mir gesagt, dass ich den falschen Moritz gedeckt habe. Nein, das kann nicht sein. Stimmt. Es gibt nur einen. Ja. Es gibt doch nur einen. Das ist ja ganz paradox, ne? Das verstehe ich auch nicht. Da war Instagram kaputt. Ja, bei mir auch. Gut, also in dem Sinne, genau, The Only Moritz. Den Marco findet man unter @ruhrpott_hennes. Und meine liebliche Stimme gehört zum Account @ky_lennep. Und den Podcast findet ihr unter @trotzdem hier auf allen gängigen Social Media Kanälen und überall da, wo es Podcasts gibt. Bleibt uns gewogen, schaltet auch nächste Woche nach dem Hertha BSC-Sieg wieder ein. Lasst euch impfen, bleibt gesund, macht Idiot. Wir sind trotzdem hier und wir sind raus. Tschö. Tschüss.